Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sie sich heute alle hier zugeschaltet haben zu dieser virtuellen Konferenz Aufpassen, Anpassen. Mein Name ist Stefan Hübner, ich bin Diplombiologe und Redakteur für Bildung und Wissenschaft, Schwerpunkt Naturwissenschaften beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt am Main im Hörfunkbereich. Und ich darf Sie durch den heutigen Tag begleiten oder zumindest jetzt durch die nächsten Stunden. Wir haben ja eine gemeinsame Strecke so bis etwa 15.30 Uhr vor uns. Und ja, dazu begrüße ich Sie ganz, ganz herzlich im Namen des ausrichtenden Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie, kurz HLNUG. Tja, wie können, müssen, sollten wir unsere Kommunen jetzt an den Klimawandel anpassen? Darum soll es heute bei dieser Tageskonferenz gehen. Und meines Erachtens ist das ein ideales Thema genau für diese Woche. Schließlich geht momentan in Glasgow die UN-Klimakonferenz über die Bühne und hat ja in den letzten Tagen schon zu verschiedenen Verlautbarungen, unter anderem zum Thema Waldschutz geführt, die auch gewisse Bezüge zum Thema Klimaanpassung haben. Und das Thema Anpassung, ein Thema ist, dem wir uns zuwenden müssen, ist, glaube ich, ja ein Fakt, den niemand hier aus unserer Runde in Frage stellt. Vor unseren Augen, ja, da ereignet sich momentan ein spürbarer Klimawandel. Wir hatten 3 sehr heiße Sommer hintereinander. Wir hatten eine Abfolge von Dürreperioden. Die Starkregenereignisse des Sommers, speziell im Juli im Ahrtal beispielsweise, werden uns noch lange im kollektiven Gedächtnis hängen bleiben und haben uns wirklich in einer ja bedrückenden und bestürzenden Weise eindrucksvoll vor Augen geführt, welche Folgen es haben kann, wenn sich das Klima durch menschliche Einflüsse ja verändert, wenn es sich wandelt, welche extremen Folgen das haben kann für uns. Und manches von dem, was in der Vergangenheit ja als extrem galt, das wird von Jahr zu Jahr klarer, könnte mit der weiteren Veränderung des Klimas bald zur Normalität unseres Lebens werden. Und um damit zurechtzukommen, gerade auch vor dem Hintergrund, dass alles ja sich so im Moment in die Richtung zu entwickeln scheint, dass die Klimaziele von Paris doch nicht so erreicht werden können, final, wie man sich vorgestellt hat. Um damit also zurechtzukommen, da gilt es, sich gut vorzubereiten und den Herausforderungen des Klimawandels mit zukunftsfähigen, zukunftsorientierten Konzepten zu begegnen. Und diese heutige Online-Konferenz des Fachzentrums Klimawandel und Anpassung, die soll Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihnen, den Vertreterinnen und Vertretern der Städte, Gemeinden, Organisationen in Hessen, Impulse und Gedankenfutter geben für genau diese Aufgabe. Und die Hoffnung aller, die in die Vorbereitung des heutigen Tages involviert waren, ist, dass diese Ideen und diese Impulse dann am Ende auch wirklich den ja, halt Eingang finden in die praktische Umsetzung bei Ihnen vor Ort. Und wir hatten ja zum Auftakt des heutigen Tages bereits diese Mentimeter-Umfrage mit Ihnen durchgeführt und diese Mentimeter Umfrage, da wollen wir jetzt gerade doch mal einen Blick drauf werfen, um zu schauen, was für Ergebnisse dabei herausgekommen sind. Ich darf den Martin Holl ganz herzlich darum bitten, da uns einmal zu zeigen, was der aktuelle Stand ist. Sehr gerne. Im Moment haben wir 69 Personen, die da abgestimmt haben. Sie sehen den Bildschirm jetzt geteilt. Das heißt, wir haben momentan, oder Hübner, wollen Sie es, Sie sehen es ja, wollen Sie was dazu sagen? Ich kann auch noch mal kurz einen Refresh machen. Warten Sie kurz. Machen Sie gerade noch einmal einen Refresh. Für da uns. Sind wir schon bei 74, sehen Sie, dann hat es sich nämlich gerade gelohnt. Für uns nämlich, ja, nicht nur für den Herrn Holl und für mich, ist das sehr interessant zu wissen, aus welchen ja, Gewerken, möchte ich jetzt mal sagen, Sie sich zu uns zugeschaltet haben. Ich denke, auch für die Referentinnen und Referenten des heutigen Tages ist das schon mal so ein ja ganz aufschlussreiche Wasserstand.
Widerstandsmeldung. Und es ist sehr schön zu sehen, dass dann doch die überwältigende Zahl wirklich aus dem Praxisbereich Klimawandel und Klimaanpassung kommt, aber auch aus dem Bereich Stadt- und Grünplanung, der ja ganz eng damit verwoben ist. Und ja, ich wage jetzt einmal die Behauptung, dass Sie alle da heute doch eine, ja, dass dort doch einiges an Impulsen mitnehmen können aus diesem Tag. Und ja, Politik, Gesundheit, Umwelt, Tiefbau, ja, leider ein wenig kopfschwächer vertreten. Dafür hat die Zahl der Sonstigen noch etwas zugenommen und haben wir auch schon einen Eindruck bekommen, dass wir da sehr unterschiedliche Damen und Herren dabei haben, eben von Menschen, die sich mit Klimaanpassung im Rahmen von ehrenamtlichem Engagement beschäftigen, bis hin eben zu Menschen aus dem Journalismus. Ich danke Ihnen, Martin Holl, und danke Ihnen genauso, dass Sie im weiteren Verlauf des heutigen Tages im Hintergrund für den guten Ton, für das gute Bild, für den guten technischen Ablauf sorgen werden. Und ja, den inhaltlichen Ablauf des heutigen Tages, den hatten im Vorfeld Anna-Christina Sander und ihre Kolleginnen und Kollegen im Griff. Und ja, in diesen inhaltlichen Ablauf, in den stürzen wir uns jetzt. Und zwar beginnen wir, natürlich möchte ich beinahe sagen, mit einem Grußwort des Hausherrn. Der Hausherr, das ist Professor Dr. Thomas Schmid. Er ist der Präsident des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Und er sieht die heutige Veranstaltung, hat er im Vorfeld schon verraten, als Teil des umfassenden Beratungsangebots des Landesamts, das kurz abgekürzt HLNUK heißt. Das soll nämlich bezogen auf die hessischen Kommunen den Austausch und den Wissenstransfer fördern, damit Klimaanpassung in Hessen nicht nur ein Lippenbekenntnis, eine Worthülse bleibt, sondern tatsächlich auch in die Praxis umgesetzt wird. Dazu wird er uns nun im Rahmen seines Grußwortes noch weitere Informationen geben. Es freut mich sehr, dass Sie zu uns geschaltet sind, Herr Professor Schmid, und ich gebe den rhetorischen Staffelstab weiter an Sie. Ja, vielen Dank, Herr Hübner. Sie haben mich jetzt ein wenig überrascht, weil im Programm steht vor mir die Ministerin, vertreten hier durch die Frau Keul, aber das nehme ich hin, das kriegt man auf die Reihe. Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier bei unserer Videokonferenz zum Thema Anpassen, Aufpassen, Anpassen, klimafit gestaltete Kommunen. Ich darf sehr herzlich begrüßen natürlich Frau Keul hier, die Ministerin vertritt, ich habe es gerade schon gesagt, auch Herr Welzer, der nachher sicher einen sehr inspirierenden Vortrag halten wird. Herzlich willkommen und Ihnen allen auch ein ganz herzliches Willkommen. Ja, Sie hatten es erwähnt, Herr Hübner, die Glasgow-Konferenz findet im Moment statt und wir schauen natürlich schon mal gespannt drauf, ob die Zusagen, die in Paris vor jetzt 6 Jahren gemacht wurden, ob das konkreter wird und in welche Richtung wir denn da gehen werden. Aber unabhängig von den Ergebnissen der Konferenz in Glasgow müssen wir feststellen, dass wir bereits im Klimawandel leben und wir auch mit dem Klimawandel leben müssen. Und deswegen ist Anpassung notwendig und deswegen ist auch heute diese Konferenz hier notwendig. Intern ist die überschrieben mit Zukunftskonferenz, also wir kümmern uns jetzt mal um die Zukunft. Was kommt auf uns zu, wie können wir damit umgehen und was kann das HLNUG, das Fachzentrum Klimawandel und Anpassung bei mir im Haus, dazu beitragen? Und jetzt schaue ich mal, ob ich die Folien weiterschalten kann. Kann ich, sehr schön. Vielen Dank. Ja, was kommt auf uns zu? Das wissen Sie wahrscheinlich. Ich möchte es aber nochmal wiederholen. Die Sommer werden trockener werden und heißer werden. Also das wird ganz deutlich so sein. Wir haben ja einen kleinen Vorgeschmack schon mal bekommen in den letzten Jahren. Mit der Hitze und der Trockenheit nimmt natürlich auch die Brandgefahr zu, Waldbrandgefahr. Und es gibt natürlich auch andere Schäden, wie hier die Borkenkern-Epidemie, nenne ich es jetzt mal so, die wir im Wald erlebt haben, was zu einer massiven Rückgang von Fichten im Wald geführt hat. Wenn es denn dann mal regnet, dann wird es als Starkregen niedergehen. Und hier sehen Sie da unten 2 Bilder als Beispiel. Ich kann die sogar zeigen als Beispiel. Dann sehen Sie sozusagen in kurzer Zeit sehr starke Niederschläge, die lokal begrenzt sind und dann lokal zu sehr großen Überschwemmungen führen können. Das wissen wir, dass es inzwischen zugenommen hat, sowohl in der Intensität als auch in der Häufigkeit. Also das kommt auf uns zu und damit werden wir umgehen müssen. Ja, was macht denn nun das Fachzentrum Klimawandel und Anpassung hier? Seit 2008 gibt es dieses Fachzentrum schon
Wir sind das erste Fachzentrum dieser Art in der Bundesrepublik Deutschland und seit dieser Zeit machen wir regionale und stellen wir regionale Klimainformationen zur Verfügung. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass die globalen Klimaprognosen einfach zu grob sind für uns. Hessen würde da quasi durch eine Klimaprognosenmasche fallen. Deswegen muss man das regionalisieren. Das machen wir schon seit 2008. Wir machen schon sehr viel länger auch Forschung über Anpassungsmaßnahmen oder was hat das für Folgen für Hessen, diese Veränderung des Klimas und wie können wir uns auf diese Folgen einstellen. Das machen wir auch schon relativ lange. Nun, so vor 5, 6 Jahren haben wir mal darüber diskutiert, wie soll es weitergehen und da haben wir beschlossen, dass wir stärker in den Praxisbezug gehen müssen. Und dort sind dann die Projekte Klimprax, also die Abkürzung für Klimawandel in der Praxis, generiert und worden und geboren worden. Und mit diesen Projekten haben wir versucht, sehr stark praxisbezogen hier Fragestellungen zu beantworten. Und diese Projekte gehen jetzt alle ein in unser Beratungsangebot für Kommunalvertreter, für die Fachverwaltung, für Regierungspräsidien, für die Landkreise. Kurz gesagt, für Sie, die Sie alle hier heute anwesend sind, dafür sind diese Beratungsangebote gemacht. Und ich darf Ihnen ganz kurz mal vorstellen, was wir da so im Portfolio haben, damit Sie einfach mal einen Überblick bekommen, was alles zur Verfügung steht und auf was Sie sich alles sozusagen berufen können oder wo Sie nachfragen können. Ja, das Erste sind natürlich so Klimaprojektionen und das wird auch die einzige Projektion sein, die ich Ihnen zeige. Wie wird sich denn jetzt das Klima der Zukunft hier in Hessen auswirken? Und da haben wir hier zwei Szenarien hier aufgeführt. Das einmal ist das Klimaschutzszenario, das 2-Grad-Szenario. Und das zweite ist das Weiter-wie-bisher-Szenario, wenn wir also nicht massiv den Treibhausgasausstoß reduzieren, dann werden wir dort landen. Was hat das für Auswirkungen? Und ich möchte es hier nur mal an einem Kenntag festmachen, nämlich an den Hitzetagen. Hitzetage sind Tage, bei denen die Tageshöchsttemperatur über 30 Grad Celsius liegt. Und wenn wir hier in das Klimaschutzszenario, das 2-Grad-Szenario schauen, dann haben wir hier noch eine Zunahme um 3 Tage. Das ist moderat, das ist verkraftbar, das haben wir schon erlebt und damit können wir auch umgehen. Wenn wir allerdings hier in dieses Weiter-wie-bisher-Szenario schauen, dann werden die Anzahl der Hitzetage in Hessen deutlich zunehmen, um 21 Tage im Schnitt. Hier gibt es auch eine Bandbreite, das liegt daran, dass wir hier verschiedene Klimasimulationen durchgeführt haben. Also im Schnitt 21 Tage, das wird dann sozusagen der Normalfall sein. Also die Sommer werden hier 21 Hitzetage mehr haben als jetzt. Dazu gibt es dann noch stärkere oder heißere Sommer, wo es dann noch deutlich mehr ist. Und dann muss man sich einfach mal vor Augen führen, einen Monat lang 30 Grad Celsius, über 30 Grad Celsius an Tageshöchsttemperaturen. Was hat das für Auswirkungen? Das ist sicher auch noch regional unterschiedlich. Sie sehen natürlich, dass wir hier im Rhein-Main-Gebiet besonders betroffen sind. Und wenn wir einfach mal in den Hitzesommer 2003 schauen, was hatte das für Auswirkungen? Wir hatten hier tatsächlich zusätzliche Todesfälle in Hessen und natürlich in der Bundesrepublik und in ganz Europa. Das waren mehrere 10.000 zusätzliche Todesfälle, die aufgrund dieses Hitzesommers eingetreten sind. Also es ist, glaube ich, unbestritten, dass wir uns darauf einstellen müssen, was auf uns zukommt und dass wir uns anpassen müssen und dass wir hier Maßnahmen ergreifen müssen. Ja, was bieten wir Ihnen an? Das ist unser Beratungsangebot. Wir haben natürlich eine allgemeine Beratung zum Thema Klimawandel und seinen Folgen. Das können wir gerne Ihnen anbieten. Da gibt es Vorträge, da gibt es Folien dazu. Und es gibt dann darüber hinaus natürlich vertiefende Beratungen in ausgewählten Themen. So zum Beispiel, wie kann man in der Raumplanung sich anpassen? Wie kann eine städtische Planung aussehen? Hier haben wir also gezielt problem- und themenorientierte Beratungsangebote erarbeitet, die auch für Sie zur Verfügung stehen. Ja, was haben wir zu bieten? Einmal einige Vorträge, Sie sehen sie hier, Klimawandel in Hessen und seine Folgen, aber auch eine Online-Seminarreihe Klimaanpassung, jetzt wird es konkret, die wir gerade durchgeführt haben, die abgeschlossen ist. Dort haben wir hier diese Themen, Dach- und Fassadenbegrünung, Starkregenmanagement, Hitzenaktionspläne vorgestellt und auch Hilfestellungen dafür gegeben.
Ja, wir bereiten unsere Themen und unsere Ergebnisse, die wir erarbeitet haben und die wir auch über unsere Forschungsvorhaben, die wir vergeben haben, bekommen haben, bereiten wir auf. Es gibt hier ein ganz wichtiger Bereich, auf den Sie sich informieren können. Das ist unsere Homepage. Hier sehen Sie den Link. Und wenn Sie auf diese Homepage gehen, dann finden Sie hier tatsächlich zielgruppenspezifische Angebote. Einmal hier für Städte und Kommunen, dann für Bürgerinnen und Bürger und für Bauhandwerk und Bauherrschaft. Also können Sie sich gerne dort informieren. Und wenn Sie etwas nicht finden, melden Sie sich bei uns, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Ja, was haben wir da so gemacht? Wir haben natürlich das Übliche gemacht, Leitfäden und Broschüren. Da können Sie sich schon mal informieren. Die gehen von einer allgemeinen Information bis zu sehr detaillierten Informationen. Wir haben Checklisten entwickelt für klimaangepasste Quartiere oder für eine Stadtklimaanalyse. Da können Sie Schritt für Schritt diese Checkliste abarbeiten und sich dann hinterher feststellen, wie weit Sie sind oder was Ihnen noch fehlt. Und es wird neben dieser Checkliste auch jedes Mal auch ein Angebot gemacht, wo Sie sich vertieft informieren können. Also die Checkliste ist nicht nur eine reine Checkliste, sondern da gibt es auch weitergehende Angebote. Ja, wir haben eine Posterausstellung Hessen im Klimawandel. Hier sehen Sie die einzelnen Poster, die Sie sich gerne downloaden können und für eigene Zwecke nutzen. Natürlich bitte unter Verwendung des Copyrights, also wir werden gern genannt, das ist klar. Wir haben Factsheets entwickelt für das Bauhandwerk und für Bauherrschaft, hier zum Thema Sturm. Was kann man tun, um sein Dach zu sichern? Und jetzt komme ich zu dem im Moment am meisten nachgefragten Produkt, nämlich unsere Starkregenprodukte. Das kommt aus dem Projekt Klimprag Starkregen, ein relativ langes Projekt, haben wir 5 Jahre gearbeitet. Und das ist natürlich nachgefragt, das ist Ihnen klar, alle durch das Ereignis im Ahrtal. Wir sind im Moment bei, glaube ich, ca. 100 Fließpfadkarten, die angefragt wurden. Was ist das Erste, was wir hier erarbeitet haben? Das ist eine Starkregen-Hinweiskarte. Das ermöglicht eine erste Risikoeinschätzung, wie stark gefährdet Ihre Kommune, Ihre Gemeinde ist. Das sehen Sie hier, je dunkler die Farbe, umso stärker ist die Gefährdung. Dann sind es kommunale Fließpfadkarten, die wir für Kommunen rechnen und zur Verfügung stellen. Ich werde sie gleich noch mal ein bisschen detaillierter vorstellen. Und eine Starkregen-Gefahrenkarte, wenn man dann feststellt, aufgrund der Fließpfadkarte, da gibt es doch ein Problem, dann kann man sich die Starkregen-Gefahrenkarte zuwenden. Und da stellen wir Daten und Methoden zur Verfügung, damit diese Karte auch erarbeitet werden kann. Die muss allerdings, weil es sich um hier eine hydrologische Simulation handelt, die muss allerdings dann von einem Ingenieurbüro erstellt werden. Ja, hier die kommunale Fließpfadkarte. Ich hatte es gerade schon mal erwähnt, ist so die erste Einschätzung und eine erste Übersicht, wo beim Starkregen lokal Fließpfade entstehen und ob dort auch empfindliche Infrastruktur betroffen ist. Diese Fließpfadkarte wird auf Antrag bei uns gerechnet und zur Verfügung gestellt. Wir haben hier eine Schutzgebühr von 10 Euro pro Quadratkilometer erhoben. Das ist einfach nur eine Schutzgebühr und wird auch keine Kommune überfordern. Das können Sie gerne hier unter diesem E-Mail-Adresse anfordern. Im Moment haben wir ca. 200 Nachfragen nach dieser Fließpfadkarte. Also wir können die jetzt auch nicht sofort mehr beantworten. Das wird dann schon einige Zeit dauern. Die werden sukzessive erarbeitet und dann persönlich übergeben und erläutert. Also da gibt es dann immer einen Vororttermin, wo wir die Karte Ihnen auch erläutern und mit Ihnen dann auch ins Gespräch kommen. Ja, was ist das Ziel und die Vision, die wir haben, ist natürlich ein klimaangepasstes Quartier, eine klimaangepasste Kommune, Gemeinde in Hessen. Und wir haben hier schon mal so diese Vision so ein bisschen skizziert und Sie sehen, auf den ersten Blick, es ist relativ grün und auf den zweiten Blick auch blau. Und das kann man relativ einfach zusammenfassen. Wir brauchen mehr Grün und mehr Blau in unseren Städten und Kommunen, um einfach hier die Überhitzung der Städte zu verhindern, um Starkregen abführen zu können, um auch die Städte durch Dachbegrünung oder durch die Fassadengestaltung auch entsprechend klimaresistent zu gestalten. Das ist unsere Vision, ein klimaangepasstes Quartier für Hessen, und wie man im Detail dazu kommt, das wird sicher heute Nachmittag in den einzelnen Sessions vorgestellt. Ich bedanke mich jetzt schon mal dafür, dass Sie da sind, freue mich sehr, dass wir mit Ihnen ins Gespräch kommen dürfen und wünsche Ihnen schon mal eine interessante Veranstaltung heute. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Schmid, für die einführenden Worte in den heutigen Tag und zum Service- und Beratungsangebot des HLNUG. Ich muss gestehen, ich habe auf meinem, bei mir stehen Sie tatsächlich auf meinem Ablaufplan für den heutigen Tag an erster Stelle. Und jetzt kommen wir zu dem von Ihnen bereits ja angespoilerten, wie man ja aktuell immer gerne sagt, zweiten Grußwort, auf das ich mich auch sehr, sehr freue, denn es kommt aus den Reihen des Hessischen Umweltministeriums. Und vom Hessischen Umweltministerium zu uns geschaltet ist Lena Keul. Sie leitet eben dort seit 2014 das Referat für Klimaschutz und Klimaanpassung. Sie kommt aus dem Bereich internationale Volkswirtschaftslehre, hat sich ja sehr besonders und sehr intensiv mit Lateinamerika beschäftigt und nach dem Studium hat sie sich in einer sehr umfangreichen Art und Weise mit Themen des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit beschäftigt und bringt das nun im Hessischen Umweltministerium ein mit ihrem achtköpfigen Team, das sich dem Thema Klimaschutz und Klimaanpassung in Hessen widmet. Und ja, die Themenpalette, die dort ja zur Bearbeitung ansteht, ist umfangreich und groß, reicht vom Klimaschutzplan bis zur Landesenergieagentur, von der Tigermücke bis zur Förderung von Entsiegelungen in Kommunen. Und Sie haben auch die Fachaufsicht über das Fachzentrum Klimawandel und Anpassung, das die heutige Veranstaltung gestaltet und ausrichtet. Insofern ist Lena Keul eine der besten Kennerinnen der Arbeiten des Fachzentrums. Und ich freue mich vor diesem Hintergrund ganz besonders, Frau Keul, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, zu uns zu kommen und zu uns zu sprechen. Ich gebe den rhetorischen Staffelstab gern an Sie weiter. Vielen Dank, Herr Hübner, den nehme ich sehr gerne an. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße ganz herzlich. Die Ministerin lässt sich entschuldigen, die ist in Sondierungsverhandlungen in Berlin für die Grünen. Ich glaube, in der Arbeitsgruppe zu Landwirtschaft. Ja, wichtiges Thema, vielleicht sehen Sie es ihr nach, dass sie jetzt versucht, möglichst viel für ganz Deutschland rauszuholen, sagen wir es mal so. Das Motto der Veranstaltung, lebenswertes Hessen von morgen, ist es ja, wie sähe Hessen denn aus? Welches Bild können wir uns für ein klimaneutrales und klimaangepasstes Hessen in Gedanken denn malen? Sie haben eben schon ein Bild von Professor Schmid gesehen und tatsächlich denke ich sehr gerne in Bildern, weil wir auch wissen, dass wenn wir uns eine Zukunft in Bildern vorstellen oder ein Ziel vor Augen haben und das konkret uns in Bildern ausgemalt haben, dass wir es dann viel eher erreichen können, weil wir genau wissen, wofür wir arbeiten. Sie haben eben in dem Bild in der Grafik von Herrn Schmid schon gesehen, es geht um Städte mit viel Grün an Gebäuden entlang von Straßen und auf Plätzen. Wir brauchen Versickerungs- und Wasserrückhalteflächen, Trinkbrunnen wären in meiner Vision für Hessen 2045 drin, Wasserspiele und schattige Aufenthaltsflächen, wo dann Kinder im Schatten spielen können und ältere Menschen sich auch an heißen Tagen abkühlen können. Und auch für den Klimaschutz gibt es viele gute Bilder, auch wenn das heute nicht Inhalt der Veranstaltung ist, zumindest nicht in erster Linie. Menschen, die zu Fuß und mit dem Rad unterwegs sind, das haben Sie eben in der Grafik auch gesehen, Kinder, die den Straßenraum zum Spielen haben, also der Platz für Autos wird eingeschränkt. Wir würden einen ÖPNV haben, der regelmäßig und pünktlich fährt und haben auf allen Dächern Solaranlagen. So vielleicht ein paar Bilder. Und auch für den ländlichen Raum, weil oft der Fokus dann in die Stadt gelegt wird, hat Klimaschutz und hat auch die Klimaanpassung viel zu bieten, nämlich Felder, die so gestaltet sind, dass die Erde nicht weggeschwemmt wird bei Starkregen. Oder eine Taktung vom öffentlichen Personennahverkehr, die dann den Umstieg auch dort ermöglicht. Und auch Carsharing gibt es in ländlichen Kommunen, je nachdem wie es ausgestaltet ist, auch sehr erfolgreich. Ich habe am Wochenende eine Radioreportage gehört, da ging es um die Ökosiedlung Unterbach. Ich weiß nicht, ob die jemand von Ihnen kennt. Ich habe mir vorgenommen, da jetzt mal auch hinzufahren. Das ist ein Stadtteil von Düsseldorf und da wurde schon in den 80er Jahren klimaangepasst gebaut. Also die Häuser dort haben Gründächer, es gibt Regenwasserzisternen und ökologische Baustoffe wurden verwendet, also auch ein hoher Klimaschutzfaktor. Das heißt, die Lösungen, die wir brauchen, um diese Vision zu malen, die haben wir
allermeistens in der Hand. Wir müssen sie aber viel stärker angehen, gesetzlich und planerisch verankern, konkret vor Ort umsetzen. Und wir merken, dass die Bevölkerung immer mehr diese Vision einfordert zu immer größeren Teilen und die auch als Lebensrealität sehen will. Ja, und daran arbeiten mein Team und ich jeden Tag sehr hart, diese Vision real werden zu lassen. Wir haben mittlerweile 318 Klimakommunen. Also da sind Landkreise und Kommunen in einem Bündnis zusammengefasst. Insgesamt gibt es in Hessen 423, also wir nähern uns da schon einer guten Beteiligung an. Gestern ist der Landkreis Schwalm-Eder beigetreten und wenn jetzt noch der Landkreis Offenbach beitritt, ich habe jetzt nicht die Teilnehmendenliste mir schon angeschaut, aber dann sind alle Landkreise im Bündnis. Vielleicht ist ja heute jemand vom Landkreis Offenbach dabei, der das gerne direkt angehen möchte. Seit 2016 haben wir Klimaanpassung auch immer stärker verankert in den Klimakommunen, auch wenn eigentlich Klimaschutz im Gründungsjahr 2009 mal die ursprüngliche Hauptintention war. Aber diese verstärkte inhaltliche Verankerung machen wir über verschiedene inhaltliche Foren. Die inhaltliche Zusammenarbeit der Fachstelle der Klimakommunen, die in der Landesenergieagentur sitzt, mit dem Fachzentrum für Klimawandel und Anpassung am HL-NUK wird immer verstärkt und die Angebote des Fachzentrums werden eben ganz stark mit den Klimakommunen auch verschnitten. Wir verzeichnen auch, dass inzwischen mehr Wettbewerbseinträge im Bereich Klimaanpassung eingehen. Also wir haben alle zwei Jahre einen Wettbewerb bei den Klimakommunen. Da gibt es auch immer die Kategorie Klimaanpassung neben Klimaschutz. Und die Eingänge, die steigen. Das heißt eben, dass auch viel mehr Anpassungen sukzessive in den Kommunen ankommt. Das war tatsächlich vor 7 Jahren, als ich angefangen habe, noch sehr anders. Da gab es einzelne Kommunen, die schon sehr stark im Anpassungsbereich waren, aber eben viel mehr die Klimaschutz auf dem Schirm hatten und das wandelt sich. Ja, und was wir natürlich auch haben, ist unsere Klimarichtlinie, wo wir investive Maßnahmen für Klimaschutz und Klimaanpassung fördern und auch Anpassungsanalysen, Öffentlichkeitsarbeit und im Anpassungsbereich steigt eben auch die Anzahl der Förderanträge. Dieses Jahr hatten wir 70 Bewilligungen in der Richtlinie, das ist ziemlicher Rekord. Ja, und seit dem Sommer traurigerweise verzeichnen wir, das ist das Bild, was Professor Schmid auch schon gemalt hat, einen sehr starken Zuwachs im Bereich Starkregenvorsorge und auch weitergehenden Analysen dazu. Also wenn Sie dann ein Ingenieurbüro beauftragen, Ihnen eine Starkregengefahrenkarte zu errechnen, dann könnten wir die auch fördern. Ja, und was macht das Land eigentlich mit seinem Klimaschutzplan? Das ist ja unsere Basis, würde ich sagen, unseres Arbeitens mit den 140 Maßnahmen, den es seit 2017 gibt. Und den entwickeln wir jetzt weiter, weil ganz klar ist, wir müssen eine Schippe oben drauf legen. Und diesmal machen wir es ein bisschen umgekehrt. Beim letzten Mal war es so, dass ein wissenschaftliches Fachkonsortium Maßnahmen erarbeitet hat und diese gingen dann gleichzeitig an die Ressorts, die dafür zuständig sind, die Maßnahmen umzusetzen und in die Öffentlichkeitsbeteiligung. Diesmal machen wir es so, dass die Ressorts erstmal ihre Maßnahmen bearbeiten. Das ein ganz starker Wunsch war von ständig verraten. Wenn wir die Maßnahmen umsetzen müssen, dann wollen wir auch erstmal welche vorschlagen dürfen. Und das haben die Ressorts gemacht. Alle hessischen Ministerien sind dabei. Und das wird jetzt gerade von einem wissenschaftlichen Fachkonsortium geprüft. Reicht das zur Erreichung der Klimaziele? Sind die Maßnahmen ambitioniert genug? Und Klimaanpassung wird in dem Klimaplan jetzt auch wieder eine große Rolle spielen und auch wahrscheinlich stärker vertreten sein als im letzten Klimaschutzplan. Unser Ziel ist auch, eine eigene Maßnahme für kommunale Belange einzubringen. Also Sie müssen sich das so vorstellen, wir wollen die Gesamtzahl der Maßnahmen reduzieren, also nicht mehr 140 Maßnahmen haben, sondern eher um die 50, dafür aber dickere Bretter. So sage ich das jetzt einfach mal, das ist das Hauptziel. Und eine Maßnahme soll eben für kommunale Belange auch sein, also die Kommunen gezielt adressieren und da vorhandene Ressourcen unterstützt und ausgebaut werden. Klimaanpassung wollen wir auch bei Entscheidungsprozessen stärken, im Hinblick auf die planerische und auch die rechtliche Verankerung. Das wollen wir mit dem Klimaplan erreichen, daran arbeiten wir gerade sehr hart. Ja, und die Förderung soll natürlich erhalten
erhalten bleiben und auch weiterentwickelt werden, zum Beispiel im Bereich der integrierten blau-grünen Infrastruktur. Und der Beteiligungsprozess, bei dem wir Ihnen dann die Maßnahmen vorstellen möchten und wo Sie dann die Gelegenheit haben, diese zu kommentieren und uns gerne auch auf Lücken aufmerksam zu machen, falls es sie geben sollte. Ich hoffe ja nicht, dass es allzu viele geben soll. Aber der startet im Frühjahr 2022, wahrscheinlich im Mai. Ja, und was eben sehr deutlich über allem schwebt, ist die Weltklimakonferenz, die gerade in Glasgow stattfindet. Es reicht noch lange nicht, was wir machen, auch nicht in Hessen. Und wir müssen eine ordentliche Schippe drauflegen. Deshalb kommt jetzt mein sehr starker Appell an Sie, nutzen Sie diese Veranstaltung, aufpassen, anpassen. Ich finde, das ist ja ein sehr aktivierender Titel, der hier gewählt wurde. Wie können Sie sich vor Ort anpassen? Ihr großes Interesse zeigt die stark gestiegene Relevanz des Anpassungsthemas. Nutzen Sie die Angebote vom Fachzentrum Klimawandel und Anpassung, die Herr Professor Schmid eben vorgestellt hat, auch der Landesenergieagentur, die dann für den Klimaschutzbereich eher steht. Ja, ich möchte mich ganz herzlich auch an das Team rund um Frau Dr. Hempfler für die Organisation dieser Veranstaltung bedanken. Und jetzt wünsche ich Ihnen gute, konkrete Ideen, die Sie am besten morgen direkt umsetzen. Das wäre ein Wunsch an Sie. Genau. Und damit übergebe ich den Stab wieder zurück an Sie, Herr Hübner. So, und es dauert hier immer einen kleinen Moment mit dem Umschalten. Sie hören mich im Moment nur und jetzt werden Sie mich auch gleich wieder sehen. Und dann kann ich auf die Art und Weise Frau Koll nochmal ganz herzlich danken für diese Worte und auch für diesen Einblick in die Arbeit Ihres Bereiches im Hessischen Umweltministerium. Ja, und wir steigen nun so richtig ein in das fachliche Programm des heutigen Tages. Das wird auch vor allem aus zwei Komponenten bestehen. Zum einen haben wir heute Mittag ein breit gefächertes Programm mit Fachsessions. Da werden wir etwas später noch einmal im Detail drauf eingehen und Sie darüber informieren, was Sie dort genau erwartet und mit welchen Fachsessionleiterinnen und Leitern Sie dann in Kontakt kommen werden. Jetzt freue ich mich allerdings zunächst darauf, Ihnen die Keynote des heutigen Tages präsentieren, anmoderieren, ankündigen zu dürfen. Ich möchte den rhetorischen Staffelstab weitergeben an Herrn Professor Harald Welzer, Soziologe und Sozialpsychologe seines Zeichens. Und Sie kennen ihn wahrscheinlich allein schon aufgrund seiner medialen Präsenz. Harald Welzer ist zumindest aus meiner Sicht ein Forscher, der ja mit seinen Ausführungen hängen bleibt, wenn man ihn eben einmal erlebt hat und beispielsweise in den großen Nachrichtensendungen des Deutschen Fernsehens. Harald Welzer war und ist an zahlreichen Hochschulen, nicht nur in Deutschland, aktiv. Aktuell ist er Professor für Transformationsdesign an der Europa-Universität in Flensburg, Mitbegründer und Direktor der Stiftung Futur 2, Untertitel Stiftung Zukunftsfähigkeit, eine gemeinnützige Stiftung. Und Harald Welzer steht außerdem als Autor hinter zahlreichen Büchern, wie etwa hinter dem Titel Klimakriege, wofür im 21. Jahrhundert getötet wird. Das HLNUG konnte Herrn Professor Welzer für die Keynote des heutigen Tages und er wird nun zu Ihnen sprechen unter dem Titel Zu spät für Pessimismus, Überleben mit dem Klimawandel. Es geht ihm dabei um die Vision einer lebenswerten Zukunft und mit einem Blick auf die Uhr gehe ich jetzt mal stark auch davon aus, dass es im Anschluss einige Möglichkeiten noch für Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, geben wird, einige Fragen an Herrn Professor Welzer zu stellen. Nun aber erst einmal herzlich willkommen, Harald Welzer. Ich freue mich auf Ihre Ausführungen. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank, Herr Hübner, für diese freundliche Vorstellung und vielen Dank auch für die Gelegenheit, hier ein paar Gedanken vortragen zu können. Die Situation ist für mich in gewisser Weise paradox, weil Sie alle, die jetzt schon gesprochen haben und auch die zuhören und mitdiskutieren werden, im Grunde genommen ja mehr Ahnung vom Thema haben als ich selber. Nämlich die Fragestellung, wie sieht Gesellschaft im Klimawandel aus?
Ist es sozusagen eine apokalyptische Perspektive oder gibt es Möglichkeiten, eben Gesellschaft und insbesondere freie Gesellschaft, wie wir sie haben, auch unter Bedingungen des verschärften Klimawandels zu gestalten, dass wir unsere zivilisatorischen Güter, die in langer Zeit erworben worden sind, aufrechterhalten können. Das ist für mich die wichtigste Frage. Und wir befinden uns ja in einer ganzen, wie soll man sagen, in einer ganzen Kaleidoskop von Paradoxien. Man kann ja schon damit anfangen, dass man eigentlich sagen kann, es ist ja blöde, dass wir ein Fachzentrum für Klimawandel und Anpassung brauchen. Denn wenn man vor 50 Jahren Maßnahmen gegen die zunehmende ökologische Zerstörung im weitesten Sinne ergriffen hätte, dann bräuchten wir ja sowas gar nicht. Und wir haben aber eine Entwicklung seit langer Zeit, die eben auf verschiedenen Ebenen, nicht nur beim Klimawandel, sondern auch beim Artensterben, halt dazu geführt hat, dass wir zunehmend solche Institutionen brauchen, die sich darum kümmern, wie man mit den Folgen der immer noch wachsenden Zerstörung umgeht. Und das ist ja was Paradoxes. Ich war zum Beispiel auf dem 50. Geburtstag von Greenpeace und habe dort auch eine Diskussion gehabt und habe denselben gedacht. Es ist natürlich total toll, wenn so eine wichtige Institution ein Jubiläum feiert und 50 Jahre lang erfolgreich gearbeitet hat. Aber wenn wir darüber sprechen, dass sie 50 Jahre arbeiten müssen in einem Bereich, der eigentlich sozusagen für zukünftigen Überlebensmöglichkeiten insofern essentiell ist, als wir ja eine gesicherte Biosphäre, ein gesichertes Klimasystem, eine überlebenstaugliche Umwelt brauchen, dann ist es natürlich was total Paradoxes, wenn wir NGOs feiern, die es seit einem halben Jahrhundert gibt. Wir müssten ja eigentlich feiern, wenn sie existieren würden, weil man sie nicht braucht. Verstehen Sie, was ich meine? Da ist keine Kritik dran. Ich finde es ja unheimlich gut, dass es so ein Fachzentrum wie Ihres gibt und dass die ganzen Akteure jetzt hier beisammen sind und auch diese doch unglaublich wichtige Arbeit dort leisten. Aber wir haben ja eine Kultur, was uns in eine ganz, ganz paradoxale Situation eben gebracht hat und ich fürchte, noch weiterhin bringen wird in allen möglichen Verschärfungsformen. Trotzdem, Sie wissen, ich bin auch eher, Frau Keul hat es ja auch schon angesprochen mit den Worten der Zukunftsbilder und ich bin schon der Meinung, dass wir das große Privileg haben, in einer Zeit und in einer Gesellschaft zu leben, in der die Handlungsspielräume so groß sind, wie sie in der Menschheitsgeschichte noch nie gewesen sind. Insofern ist Pessimismus nicht angesagt, sondern es ist angesagt, dass wir mit den Handlungsspielräumen haben, vor dem Hintergrund einer realistischen Einschätzung der Situation jetzt mal tatsächlich aufpassen und anpacken und anpassen. Warum mache ich diese komplizierte Vorrede? Ich mache sie deswegen, weil wir ja parallel, auch darauf haben ja alle schon hingewiesen, jetzt diese Glaskonferenz haben. Und ich glaube, wir haben mittlerweile so etwas wie eine Verstellung der Optik, weil wir auf der einen Seite sozusagen, ich kann das unter uns, glaube ich, mal sagen, die Fiktion aufrechterhalten, dass ein 1,5-Grad-Ziel möglich wäre und sich alle Emotionen, alle Hoffnungen, alle Anstrengungen sozusagen auf das Erreichen dieses Zieles kaprizieren. Und die Fragestellung, die Sie ganz praktisch verfolgen, nämlich wie sieht Stadt, wie sehen ländliche Räume, wie sieht Gesellschaft, Klimawandel aus, demgegenüber stark nach hinten tritt. Und das halte ich für eine sehr schlechte Perspektive, weil es erstens etwas sehr Frustrierendes gerade für die jungen Menschen, Stichwort Fridays for Future, hat, wenn sie sich die ganze Zeit gewissermaßen Ziel fokussieren und immer sagen, und das ist ja auch ein bisschen, sagen wir mal, schlicht, zu sagen, wir müssen Paris einhalten, während doch gleichzeitig ganz deutlich ist, dass alle Parameter der globalen Wirtschaft so eingestellt sind und auch
demnächst eingestellt sein werden, dass so etwas wie Paris eben gar nicht einhaltbar ist. Denn die Vision, wir würden eine komplette Umstellung der Weltwirtschaft unter Voraussetzung der Nachhaltigkeit haben, das ist ja etwas völlig undenkbar. Ich meine auch die nächste Koalition, die wir am 6. Dezember am Nikolaustag beschert bekommen, wird ja als eines ihrer Kernziele haben, dass sie für Wachstum steht. Und alle G20-Konferenzen, alle G7-Konferenzen, alles, was Standardökonomie mitzuteilen hat und von Politik umgesetzt wird, zielt mehr Wachstum ab. Und Wachstum ist ja nur der vornehmere Begriff für gesteigerten Verbrauch. Und wenn wir halt ein jährliches Wachstum, Bruttoinlandsprodukt haben von 2-8%, je nachdem, wo wir hingucken, dann haben wir jedes Jahr einen 2-8% gesteigerten Verbrauch. Und das bedeutet schlicht und ergreifend, wir haben jedes Jahr 2-8% mehr Stoffumwandlung und die entsprechende Rohstoffe, die dann umgewandelt werden, die Energie, die man dafür braucht und die Mobilität, um das Ganze hin und her zu transportieren und an die Leute zu bringen und sie all diese ganzen Zahlen über das Anwachsen der Produktmenge. Wir haben im vergangenen Jahr schockierenderweise das erste Jahr gehabt, wo die tote Masse, also das von Menschen produzierte, die Biomasse überstiegen hat. Das ist ja was total Wahnsinniges. Da will ich hinaus, indem ich Ihnen das jetzt hier erzähle. Vieles von dem wissen Sie. Ich will darauf hinaus, dass wir gegenwärtig ein Kulturmodell haben, was überhaupt keine Perspektive der Endlichkeit hat, keine Perspektive der Umstellung im Hintergrund, dass unsere Überlebensmöglichkeiten tatsächlich objektiv limitiert sind durch die Begrenztheit eines Planeten und der zugehörigen Systeme. Und insofern werden wir ein ganz großes Problem weiterhin haben, wenn wir mit der Steigerungslogik in der Wirtschaft, aber auch in den Mentalitäten, wir daran weiter festhalten und gleichzeitig versuchen, durch angestrengte Arbeit, wie Sie es machen, durch harte Arbeit, die Folgen, die wir unablässig produzieren, dann irgendwie zu bewältigen oder gar abzumildern. Das ist sozusagen die völlig paradoxale Situation, in der wir uns im Moment befinden. Und das macht mir schon große Schwierigkeiten, weil wie bei allen Kulturen haben wir halt jede Menge blinde Flecken. Wir haben Dinge, über die man nicht spricht. Wir haben, Stichwort nochmal, das Greenpeace-Jubiläum. Das sind Veranstaltungen, wo riesige Elefanten im Raum stehen. Man höflicherweise nicht spricht oder auch als Selbstberuhigung nicht spricht. Denn ich hatte schon gesagt, es gibt keinen Grund zu feiern, wenn eine Umwelt-NGO 50 wird. Es gäbe Grund zu feiern, wenn es sie nicht gäbe, wenn es sie nicht mehr geben müsste, wenn die Arbeit erfolgreich gewesen wäre. Wir können darüber sprechen, dass wir nächstes Jahr das Jubiläum Wachstums haben, ist 1972 erschienen, Limits to Growth. Und was ist nach dem Erscheinen dieses fundamentalen, wichtigen und breit diskutierten Werkes passiert? Es hätte ja passieren müssen, dass Autos kleiner werden oder verschwinden, dass die Flächenversiegelung abnimmt und nicht zunimmt, dass die Wohnflächen kleiner werden und nicht größer. Und Sie wissen alle, das genaue Gegenteil ist der Fall. Warum? Weil unser Kulturmodell eines ist, was vollständig auch von sozusagen seiner eigenen DNA, seinem Herz auf immer permanente Steigerung und Grenzüberschreitung angelegt ist. Das ist ja der Schlüssel für den Erfolg dieses Modells. Und jetzt haben wir aber im Ansatz eine neue Problemstellung. Wir könnten sagen, etwas schematisch, das 19. und das 20. Jahrhundert haben sich im Wesentlichen damit beschäftigt, die soziale Frage zu lösen. Das ist die Frage, die gewissermaßen aus dem Konflikt, klassisch gesprochen, zwischen Kapital und Arbeit entstanden ist und die sich artikuliert in Verelendung, in Armut, in schlechte Lebensverhältnisse, in Ausbeutung und so weiter. Das ist sozusagen die große Frage der Moderne, die zu lösen. Und es gibt viele Lösungsversuche, die man an diese Frage angelegt hat.
nicht nur sozusagen friedfertige, sondern wir haben autoritäre Systeme im 20. Jahrhundert gesehen, den Nationalsozialismus, die kommunistischen Systeme, alles Lösungsversuche der sozialen Frage, häufig mit tödlichem Ausgang. Jetzt kommt der eigentliche Witz, auf den ich hinaus will, dass das System, was in den westlichen Nachkriegsgesellschaften etabliert worden ist, freie Gesellschaften auf der Basis sozialer Marktwirtschaften mit rechtsstaatlicher und demokratischer Ordnung, dass dieser Lösungsversuch der sozialen Frage, der bis heute am besten gelungen ist. Natürlich gibt es immer noch Ungleichheit, natürlich gibt es Ungerechtigkeit, aber natürlich in Gesellschaften unseres Typs auf einem Lebensniveau unfassbar hoch, sozusagen aus der Perspektive von Menschen, die vor 100 Jahren gelebt haben, eine unvorstellbare Utopie, die Wirklichkeit geworden ist. Das Mittel, um das herzustellen, das Erfolgsrezept dieses Typs von Gesellschaft ist ständige Produktion von Wachstum, ständiges Generieren von Mehrwert, ständige Steigerung des Stoffumsatzes vor der Vorstellung, Natur ist unbegrenzt verfügbar. Und deshalb können wir die Verteilungsfragen durch Steigerung lösen, nicht durch Umverteilung, nicht durch Reduktion, nicht durch Visionen, die wir noch gar nicht haben, sondern wir lösen das gewissermaßen durch permanente Steigerung, durch permanentes Wachstum und dann können wir verteilen. Mein verstorbener Kollege Ulrich Beck hat es den Fahrstuhleffekt genannt. Die Gesellschaftsmitglieder sind nicht gleich, sie sind an unterschiedlichen Positionen, unterschiedlich gestellt. Aber wenn man Wachstum hat, dann fahren alle, egal wie groß oder klein sie sind, im selben Fahrstuhl nach oben und die Verhältnisse verbessern sich. Lösung der sozialen Frage. Fantastisch war die Frage des 19. und 20. Jahrhunderts. Im 21. Jahrhundert, und das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, weil Sie alle vom Fach sind, ist die zentrale Frage nicht die soziale Frage, sondern die ökologische Frage. Und die ökologische Frage stellt eine neue Aufgabe, und zwar nicht eine graduell oder nuanciert andere Aufgabe an Politik, sondern eine prinzipiell grundsätzlich andere Herausforderung an Politik, aus dem ganz schlichten Grund, weil man mit Natur nicht verhandeln kann. Und das zeigt ja der Klimawandel, alles das, was auch schon von Herrn Schmidt aufgeführt worden ist als Beispiele oder auch von Herrn Hübner. Das, was jetzt passiert, sind gewissermaßen Antworten auf Fehlsteuerungen, die aus menschlichen Kulturen gekommen sind. Aber diese Antworten werden von einem Akteur gegeben, der eben im strengen Sinne kein Akteur ist, mit dem man nicht verhandeln kann. Kurz schematisch gesagt, die Eigenschaft einer sozialen Frage ist, ich habe auf beiden Seiten Menschen, die so oder so das Thema verhandeln. Bei der ökologischen Frage habe ich eine völlig andere Situation. Ich habe auf der einen Seite Menschen, die überleben wollen, und auf der anderen Seite einen bewusstlosen Akteur, der aber Dinge tut, die für dieses Überleben bedeutsam sind. Jetzt zurück zu der Anfangsparadoxie, nämlich, dass es auf der einen Seite auch in der Optik der Jungen um die Frage geht, wie vermeiden wir den wachsenden, ansteigenden, dramatischer werdenden Klimawandel, wie erreichen wir das 1,5-Grad-Ziel? Und auf der anderen Seite die Notwendigkeit der Arbeit, die Sie machen. Das heißt, darüber zu sprechen, die Gesellschaft im Klimawandel aus, weil wir werden ihn nicht verhindern können. Das Einzige, was man ja machen kann, egal ob mit 1,7 oder 2,1 oder 2,4 Grad, ist ja, alle zukünftigen Steigerungen der Erderwärmung abzubremsen und abzumildern. Es gibt ja ein öffentliches Missverständnis, wenn man solche Reduktionsziele erreichen würde, dass man dann sozusagen das Problem des Klimawandels los wäre. Das ist ja nicht der Fall. Erstens sind wir noch in der Steigerung und zweitens sind die Wirkungen der Steigerungen, die vor 30 Jahren gemacht worden sind, ja diejenigen, die uns heute auf die Füße fallen. Das heißt, das Leben mit dem Klimawandel etwas, was uns ganz stark beschäftigen muss. Und ich finde etwas sehr Gutes daran, wenn wir die Perspektive auf Anpassung verändern, ohne die Notwendigkeit der Emissionsreduzierung oder der Zero-Perspektive außer Acht zu lassen. Also man muss beides tun. Das, was Sie tun, die Anpassungsperspektive hat, öffnet man die Fragestellung des Klimas für den politischen Raum.
solange ich die ganze Zeit nur fixiert bin auf dieses 1,5-Grad-Ziel, habe ich im Grunde genommen eine von Naturwissenschaft Problemstellung und kann das dann an die Technik adressieren, kann sagen, rechnet mal schön und guckt, wie viele Windkraftwerke wir brauchen, um das Problem zu reduzieren oder was wir brauchen, um grünen Wasserstoff zu erzeugen, um dann grünen Stahl zu machen und all diese Sachen. Und das sind ja nicht im engeren Sinne Perspektiven, sondern das sind eigentlich technische Perspektiven. Und die Politik findet in der Regel diese technischen Perspektiven total gut, weil sie dann den Leuten nicht sagen muss, ihr müsst euch anpassen. Und Anpassung ist ja in dem Sinne dann nicht der Griff auf den bunten Teller mit ganz vielen schönen Keksen, sondern Anpassung kann auf sein, kann Bequemlichkeitsverlust sein und so weiter und so weiter. Und insofern haben wir eine ungute Fixierung, was das Klimathema angeht, auf die Vermeidung und die Fantasien und Hoffnungen, die damit verbunden sind, und eine viel zu geringe Betrachtung dessen, was Anpassung ist. Und wenn man über Anpassung sprechen würde, würde man über Gesellschaft im Klimawandel sprechen und hätte eine politische Perspektive, eine gesellschaftspolitische Perspektive, die eine Perspektive der Öffnung ist. Es sind ja ein paar Punkte schon genannt worden, und zwar völlig zu Recht. Also Starkregenkarten, das Konzept der Schwammstädte, die Resilienz auch in der Stadtplanung, die Frage der Robustheit der Infrastrukturen und sowas sind alles total wichtige Sachen. Aber es gibt viele Fragen, die gehen darüber hinaus. Zum Beispiel, wie gehen wir künftig mit Migration um? Weil es ja vollständig evident ist, dass die Migration infolge des Klimawandels wird. Und zwar in eklatantem Ausmaß. Was bedeutet das jetzt politisch für unsere Frage des eigenen Gesellschaftsverständnisses? Was bedeutet das für eine Migrationspolitik? Was bedeutet das für eine Integrationspolitik? Was bedeutet das für Alterspyramiden in Gesellschaft? Was bedeutet das für Sozialversicherung? Wir können viele solcher Themen nehmen und sehen, dass wenn wir die Fragestellung, wie sieht Gesellschaft im Klimawandel aus, alle Politikfelder davon betroffen sind. Aber wir können plötzlich das Problem, das wir haben, aus dem Raum sozusagen müssen und wir haben nur noch 7 Jahre Zeit und was es da alles gibt, rausnehmen und in den Raum unserer freiheitlichen Gestaltung einfügen. Und jetzt finde ich etwas sehr interessant, was eben auch in den beiden Grußworten, das waren ja keine Grußworte, das waren ja wunderbar inhaltliche Perspektivierungen von Herrn Schmidt, schon gekommen ist. Wir können ja versuchen zu gucken, wie sehen denn klimagerechte, angepasste Städte, Gemeinden, Lebensformen aus? Und wenn man das sich mal zu Gemüte führt, dann würde man ja sagen, nicht schade, wir haben dann gar nicht mehr so viele Autos. Ach, wie blöd, wir haben gar nicht mehr so viele Straßen. Sondern wir könnten ja sehen, wow, hier ist eine Perspektive drin, wie wir Städte viel, viel qualitätsvoller für das eigene Leben machen, wo wir Städte so neu erfinden, dass Kinder in Umwelten aufwachsen, wo sie keine Warnwesten tragen müssen, sobald sie sich zum ersten Mal nach draußen begeben, wo wir Möglichkeiten haben, Räume vollständig anders zu nutzen, als es bislang der Fall ist, wo wir Städte haben, wo 12% der Stadtfläche für parkende Autos bei unfassbaren Bodenpreisen, Mietpreisen und so weiter. Wir können Begegnungsräume schaffen in offeneren, klimagerechten Städten oder wir können ganz neue Stadt-Land-Verhältnisse denken, wenn wir sowas haben wie ein digital gut orchestriertes, am besten kostenloses öffentliches Verkehrssystem und können diese fürchterliche Entwicklung, die ja auch nur mit dem Auto zu tun hat, der Suburbanisierung und des Pendlertums vollkommen anders beschreiben. Und wenn wir wissen, dass Pendler die unglücklichsten Menschen der Welt sind, darüber gibt es eine Menge Studien, weil es Trend ist, jeden Tag diese Wege zu machen, und wir Pendelverkehr deswegen abschaffen, weil wir erstens andere Arbeitsformen haben, zweitens andere Mobilitätsformen, drittens sozusagen insgesamt mit weniger Bewegung leben werden, dann lösen wir jede Menge Probleme. Und jetzt kommt aus der sozialpsychologischen Perspektive noch der interessanteste Punkt.
Es ist, glaube ich, völlig verfehlt und ich streite mich dauernd mit meinen Kolleginnen, und es sind ja nicht meine Kollegen, die wissen ja viel mehr aus der Klimawissenschaft, darüber, dass man anders kommunizieren muss. Denn überwiegt ja die Alarmkommunikation, die Katastrophenkommunikation. Und wir wissen jetzt leider auch, dass diese Form von Kommunikation auch ein halbes Jahrhundert alt ist. Und nichts daran geändert hat, dass eben die Zerstörung permanent angewachsen ist, die Autos größer geworden sind, die Reiseformen expansiver geworden sind, die Natur, alles das, was gewissermaßen zerstörerischer Konsum ist, immer mehr angewachsen ist und diese Kommunikation überhaupt nichts daran verhindert hat. Das ist übrigens, hat seinen Grund darin, dass Kapitalismus wahnsinnig geschmeidig und anpassungsfähig ist. Umweltgerechtes Verhalten, klimagerechtes Verhalten und so weiter an die Produkte delegieren kann, die die Leute dann umso lieber kaufen. Das Hybridauto, das E-Auto. Es gibt mittlerweile Kreuzfahrten in die Antarktis, die man schmackhaft macht, dadurch, dass die Passagiere dann Robben zählen angeblich zu Citizen Science beitragen und so weiter. Wir haben diese Form von Anpassungsstrategien des Hyperkonsumismus an die Probleme, aber wir haben kein Gegenangebot, wenn wir die ganze Zeit nur alarmistisch argumentieren. Und wenn man im Sinne von Frau Keul argumentiert und sagt, wir schaffen Zukunftsbilder, wir schaffen Visionen einer lebbaren Zukunft, die attraktiver ist als die heutige, dann kann ich ja auch plötzlich sowas wie Emotion, wie Leidenschaftlichkeit, wie Zukunftsoffenheit, wie Zukunftsoptimismus generieren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Solange das nicht getan wird, genommen alles, was mit Klima und ökologischen Zerstörungen zu tun hat, die Folgerungen, die man daraus ableitet, immer sagt, wir müssen, sonst sterben die Tiere, sonst kommt der Klimawandel und sowas, hat man ja auf eine paradoxe Art und Weise eine permanente Affirmation und sagt, eigentlich ist das so toll, das würden wir ganz ungern verändern, wenn da nur nicht der blöde Klimawandel wäre. Wenn ich aber die Perspektive umdrehe und sage, wir können unsere Städte besser machen, wir können unsere Ernährung, da ist es ja ganz gut gelaufen, besser machen, wir können unsere Gesundheit steigern, wir können unsere Qualität, unser soziales Klima besser machen und all diese Dinge und dafür Bilder erzeugen, Geschichten erzählen, wie das aussehen kann, dann brauche ich überhaupt nicht über den Klimawandel zu sprechen. Auch ein Irrtum, dass man ein Irrtum der Aufklärung, dass man bestimmte Fakten ständig sprechen muss, in der Annahme, dass Menschen aus dieser Faktenerzählung die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Das ist ja nicht der Fall. Die machen ja ihre eigene Aneignung und man kann auch aus der Katastrophenerzählung den Schluss ziehen, jetzt mache ich noch die Weltreise mit dem Kreuzfahrtschiff, weil in 10 Jahren jeder die Recht haben. Ja, das sind Aneignungsprozesse. Wenn ich aber sage, ich mache euch ein Angebot, schaut euch mal an, wie man in Kopenhagen Fahrrad fahren kann, schaut euch mal an, wie man, das ist jetzt leider ein anderes Bundesland, wie man in Tübingen besser sich in der Öffentlichkeit bewegen kann, Kosten zu Hause für seine Energieversorgung hat und sowas. Schaut euch eine autofreie Stadt an, wie in Pontevedra, besser wäre es, es gäbe eine in Deutschland. Schaut euch an, was Frau Hidalgo in Paris macht, wie die Stadt umbaut und so weiter. Und guckt euch das mal an. Und dann werdet ihr sehen, da lebt ihr besser. Die Autos leben da nicht besser und vieles andere lebt da auch nicht besser, aber die Menschen leben besser. Und sie können eine neue positive Aneignung ihrer Wirklichkeit machen, müssen aber dabei gar nicht permanent daran denken, dass sie das jetzt tun, um eine Gefahr abzuwenden. So, und jetzt kommt the heart of modernity. Der Erfolg moderner Gesellschaften ist eben nicht nur permanente Steigerung auf der Grundlage von wachsender Naturzerstörung, sondern es ist auch die permanente Neuerfindung seiner selbst. Moderne Gesellschaften schaffen es, sich zu modernisieren, wenn es soziale Bewegungen, kreative Menschen, die neue Konzepte entwickeln und sie konflikthaft durchsetzen, dann fangen sie an, sich zu modernisieren. Wenn sie gewissermaßen immer auf dem Status quo stehen bleiben und jede Veränderung zunächst mal zu blockieren versuchen, Kernmerkmal der bisherigen Klimapolitik,
ist der Versuch, pausenlos zu blockieren, nicht eine Herausforderung offen anzunehmen. Das heißt, wir haben auch ein Modernisierungsdefizit, solange diese Blockierung da ist. Wenn ich jetzt auf Ihre Perspektive wechsle, dann brauche ich eigentlich nur noch, vielleicht muss man auch das Wort der Anpassung irgendwie ersetzen durch was Positiveres, aber dann brauche ich eigentlich nur noch die positive Erzählung, was durch diese Anpassung eigentlich alles an Lebensqualität rauskommt, und ich kriege viel mehr Zustimmung für eine Klimaschutzpolitik, als wenn ich die nur so mache, dass ich sozusagen wie bei der sowas sage, wir müssen das jetzt machen, aber wir geben euch ein Stück Zucker, damit es nicht ganz so bitter schmeckt. Wir müssen aus der Bitterkeit raus, wir müssen aus der Panik raus, wir müssen aus dem Alarmismus raus und wir müssen eben aus dem Pessimismus raus. Und ich würde sagen, letzter Satz vielleicht. Ich habe ja mich viel sozusagen mit historischen Schrecknissen beschäftigt, woraus dann später auch das Buch Klimakriege entstanden ist, also mit Gewaltverhältnissen im 20. Jahrhundert, mit Kriegen, mit Massenmorden und so weiter und so weiter. Und ich glaube schon, auch das kann man, glaube ich, in Diskussion einbringen, dass es Zeiten gegeben hat, wo Menschen sehr, sehr viel verzweifelter gewesen sind, als wir es heute sind. Wo es Situationen gegeben hat, ich habe als Beispiel immer 1945, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wo wir sozusagen im Zentrum eines Kontinents eine Situation gehabt haben mit zerstörten Städten, zerstörten Infrastrukturen, Millionen von Displaced Persons, freigelassenen Zwangsarbeitern, Flüchtlingen, Vertriebenen, eine vollkommene zerstörte Vergangenheit durch ein mörderisches System, Desillusionierung bis zum Gehtnichtmehr und auf der individuellen Ebene gar keine Antwort auf die Frage, wie soll das Ganze jetzt weitergehen. Das ist nicht sehr lange her, diese Situation. Das sind 2,5 Generationen. Und niemand hätte damals gedacht, dass man aus dem Debatte jemals etwas machen könnte. Nicht mal nur auf den Status quo ante zurückkommen könnte. Und wenn man die Entwicklung seither anguckt, muss man sagen, die Verzweiflung hat sich in etwas völlig anderes verwandelt. Und so würde ich auch unsere gegenwärtige Situation sehen. Und so versuche ich auch mit den Jugendlichen zu reden, dass zwar sozusagen viel Anlass dafür besteht, realistisch zu sein, aber dass aus dem Realismus sich was ganz anderes ableiten kann, nämlich sozusagen eine klare Aufgabenformulierung und eine Gewissheit, dass man genug politische, atmosphärische, kreative Ressourcen hat, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und jetzt haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Zeit zu diskutieren. Ich bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Welzer. Sie haben mir zumindest an sehr vielen Stellen sehr aus dem Herzen gesprochen bei Ihren Ausführungen, beginnend gleich am Anfang. Ich persönlich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema Biodiversitätsverlust, Biodiversitätsschutz und habe mir auch schon häufig die Frage gestellt, warum wir in diesem Bereich aktuell immer noch in Kategorien denken und mit Argumenten operieren, die Weiland schon Bernhard Grzimek in seinen legendären HR-Sendungen vortrug. Und ich finde es sehr spannend, welche Lösungsansätze, Erklärungsansätze Sie in Ihrem Vortrag gegeben haben. Nun hoffe ich, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer heutigen Runde, 152 Damen und Herren, haben sich mittlerweile schon eingelinkt, auch Fragen in den öffentlichen Chat stellen, damit wir in die erhoffte Diskussion kommen können. Im Moment haben wir hier ganz viele Dankesbekundungen, Bekundungen, die Vielfalt und die Solidität Ihrer Worte noch einmal sehr zu würdigen wissen. Und jetzt kommen die ersten Anmerkungen inhaltlicher Natur. Nachfrage von Frau Dr. Johanna Kranz. Was meinen Sie, Herr Professor Welzer, ist die Rolle von politischer Partizipation eines jeden darauf angegangen werden? Entschuldigung, ich habe eben
den letzten Teil akustisch nicht verstanden. Da gab es Fragen. Erhole ich doch sehr gerne. Frage von Frau Dr. Johanna Kranz von 11.33 Uhr. Was meinen Sie, Herr Professor Welzer, ist die Rolle von politischer Partizipation eines jeden, sodass die Herausforderungen des Klimawandels auf politischer Ebene umfassend angegangen werden? Ja, das ist, wie können das ist wir sozusagen also die 1-Million-Euro-Frage. Sagen wir mal so, die Frage adressiert sich ja an beide Seiten, an die gewählten Akteure aus der Politik, aber genauso an die Bürger. Und ich glaube, man hat aus vielerlei Gründen sich eine Form von Politik in der real existierenden Demokratie angewöhnt, wo viele Menschen auf der Seite der Bürgerinnen und Bürger Politik als so etwas verstehen wie ein Liefersystem. Also man hat bestimmte Bedürfnisse und Anforderungen und wählt Menschen in der Annahme, sie sind dafür da, das jetzt dann zu liefern. Und dann sind sie ganz gekränkt und empört, wenn nicht ihren Vorstellungen entsprechend geliefert wird. Und hat sich diese Form von Bedürfnisstruktur natürlich auch übersetzt zu den Notwendigkeiten oder den gefühlten Notwendigkeiten politischen Handelns. Und jetzt haben wir eine Situation, die ist dann tatsächlich darauf hinausgelaufen, dass man eine Lösung versucht hat zu finden, was die Klimathematik angeht, wo man sagt, wir adressieren das an die Wissenschaft und die Technik und die Ingenieure und am besten noch an Silicon Valley. Und da werden die Lösungen herkommen und ihr müsst gar nichts machen. Ja, außer andere Sachen zu kaufen. Ihr kauft dann eben nicht mehr den 500 PS China, sondern den 500 PS Elektro-Mercedes. Das ist das Einzige, was ihr machen müsst. Aber gleichzeitig sagen wir euch, es wird wunderbar sein, es wird kein Arbeitsplatz nicht kompensiert werden, es wird keine Einkommensverluste geben, es gibt keine Veränderungen im Lebensstil. Wir machen das für euch. Mentalität ist gewissermaßen auch dieses als Wunsch wurde gewissermaßen übernommen. Man sagt, man liefert. Und wir werden einen Koalitionsvertrag sehen, der genau so aussieht, der niemandem irgendetwas zumutet, der niemandem in irgendeiner Weise das Gefühl gibt, oh, jetzt geht's mir aber an den Kragen. Ja. Und Modernisierung funktioniert ja nicht so. Ich habe es in dem kleinen Vortrag schon gesagt, Modernisierung funktioniert über Konflikte. Und wenn wir Gesellschaft verändern wollen, dann geht das nicht, dass alle glücklich sind. Weil natürlich unsere Gesellschaft so strukturiert ist, es gibt mit mehr Privilegien oder Akteure mit mehr Privilegien und Akteure mit weniger Privilegien. Im Moment haben wir die große Demarkationslinie sozusagen der Privilegierung der Älteren, weil die sozusagen ihre Zukunft noch einigermaßen komfortabel gestalten können, während die deprivilegierten Jüngeren zu Recht sagen, und übrigens das Bundesverfassungsgericht auch. So, aber eine solche Form von Ungerechtigkeit lässt sich nicht lösen, indem alle gewinnen. Und man sagt, wenn ich zynisch wäre, würde ich sagen, wie am Ende des Zweiten Weltkriegs, der Hitler hat noch eine Wunderwaffe. Also wir warten da drauf und dann gewinnen wir den Krieg noch. Ja, hier auch. Also wenn ich mit manchen Politikern diskutiere, da denke ich, das ist ja wie in einem schlechten Film, ihre Visionen davon, was da für technologische Geschichten kommen werden, was dann alles löst. Aber das sind ja alles nur Argumentationen dafür, dass man gegenwärtig nichts tun muss, was irgendjemandem wehtut. Und da muss man, glaube ich, anders rangehen, da muss man offener reden. Und da muss man natürlich auch selber als Bürger seine eigene Verantwortung realisieren. Das ist ja ein Punkt, der ist sozusagen in einer Mecker-Unzufriedenheit-Social-Network-Gesellschaft stark hinten runtergefallen, dass Menschen das Gefühl haben, es kommt auf sie selber an und das durch das Gefühl ersetzt haben, es reicht, wenn man irgendwie kommentiert, am besten Dinge, von denen man keine Ahnung hat. Wo Sie gerade über Ihren Austausch mit Politikerinnen und Politikern sprechen, Herr Professor Welzer, das verbindet sich, glaube ich, ganz gut mit der Frage, die Marion Hempfler in den Chat eingestellt hat, die heute Mittag auch noch ins Gespräch kommen wird. Sie fragt gezielt nach Argumenten, mit denen man ja
einen Verzicht auf Wachstum möglicherweise schmackhafter machen kann oder ja, beziehungsweise, dass es außer Wachstum eben noch andere Dinge gibt, über die man reden muss. Haben Sie da möglicherweise aus Ihrem Erfahrungsschatz das eine oder andere Argument, die eine oder andere Argumentationshilfe, die Sie mit unseren Gästen teilen können? Ja, sehr, sehr schlecht, sehr schlecht. Also es kommt immer darauf an, mit wem man redet. Und also ich bin wirklich kein Freund von Politik-Bashing und so, ja. Aber es ist so eine geradezu aussichtslose Übung, zu versuchen, gegenwärtig über Strategie einer wachstumsbefreiten Ökonomie zu sprechen oder einer naturbefriedeten Ökonomie, so würde ich es am liebsten nennen, oder wie Sigrid Stage, eine Ökonomin, die einen Lehrstuhl für ökologische Ökonomie hat, die hat neulich gesagt, wir brauchen eine Ökonomiekeit. Und eine Ökonomie der Endlichkeit kann ja logischerweise keine Ökonomie des Wachstums sein. Ja, es muss einen anderen Raum des Handelns, der Organisierung unseres Stoffwechsels geben. Das ist im Grunde genommen ja eine herausfordernde Aufgabe, die übrigens gar nicht so spektakulär ist, weil die ganze Nummer mit dem Wachstum ist ja historisch total neu. Klassische Ökonomen haben sich überhaupt nicht für Wachstum interessiert. Das ist ein Produkt des Kalten Krieges, würde jetzt aber zu weit führen. Das heißt, das ist argumentativ gar nicht zugänglich in politischen Diskussionen, weil alle sofort sagen, ja Moment, wie sollen wir denn dann unsere Sozialsysteme bezahlen? Ja Moment mal, wie soll es denn dann weitergehen? Ja Moment, wie stellen sich das vor? Aber meistens wird noch nicht mal argumentiert, sondern gesagt, aber wir brauchen doch Wachstum. Also so, aber nachts wird's doch dunkel oder sowas, ja? Und das ist sowas von verinnerlicht als ein Mindset, dass man überhaupt nicht ernsthaft darüber diskutieren kann. Und Sie sehen es ja auch in der fachlichen Perspektive, dass die Kolleginnen und Kollegen, die Wirtschaftswissenschaften betreiben, aber so wie Frau Stagel oder Nico Pech oder die wenigen anderen, Tim Jackson in England und sowas, total randständig in den Disziplinen sind. Sie spielen gewissermaßen fachlich überhaupt gar keine Rolle. Und das ist natürlich fatal, weil ja auch Politik gewissermaßen sich dann von Wirtschaftsweisen und so weiter beraten und instruieren lässt, die sozusagen Standard kleben. Und was sollen sie denn machen? Aber das ist mittlerweile ein Glaubenssystem. Und das Doofe bei Glauben ist, dass man argumentativ schwer dagegen ankommt. Wir haben noch eine ganze Reihe weiterer Fragen und leider auch sind wir auch hier mit der Ressource Zeit in dem Fall nach oben hin etwas knapp, so dass ich jetzt versuchen möchte, dass wir doch noch eine ganze Reihe Antworten geben können. Die zum Beispiel auf die Frage, es ist ein relativ kurzer Schritt vom Thema Ökonomie zum Thema BWL, Humanity will just move indoors. Dieser Satz wird hier im Chat zitiert als eine, ja, wie es hier steht, positive Vision der Klimaanpassung, die man teilweise von BWLern hört. Es geht hier um die Anpassung durch klimatisierte Häuser, Autos, die Abkapselung von der Natur. Eine Strategie, die scheinbar bequem ist, aber mit noch mehr Emissionen und dergleichen einhergeht. Wie kann man sich diesen Ideen entgegenstellen und da möglicherweise, möchte ich anfügen, Perspektiven aufzeigen, die final erfolgversprechender sind? Oh, da gibt es keine allgemeine Antwort drauf. Also ich würde immer fragen, wollen Sie so leben? Also das wäre mal das Erste. Und dann sind diese ganzen Leute, die solche super tollen Visionen entwickeln, damit konfrontiert, dass sie ihre ganzen Extremsportarten nicht mehr machen können, dass sie alle ihre expansiven Freizeitformen, all ihr, ja, Indoor, du willst da sitzen und das Display streichen, das ist die Vision. Also das würde ich erstmal, ich würde immer erstmal die Frage stellen, du auch? Möchtest du bei deiner eigenen Vision mitmachen? Das ist, glaube ich, schon mal sehr, sehr hilfreich für das Ganze. Und der andere Punkt ist natürlich der, dass diese ganzen Konzepte ja nicht funktionieren können, eben weil sie einen permanent gesteigerten Naturverbrauch voraussetzen.
Und das Indoor funktioniert nicht, wenn es keine Insekten mehr gibt. Punkt. Auch Indoor muss man was essen und Indoor muss man ein Wesen bleiben, was einen Stoffwechsel realisieren können. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist dieser ganze Quatsch hinfällig. Also im Grunde genommen sind die Argumentationen relativ einfach und psychologisch würde man sagen, das sind eigentlich immer Verschiebungen. Wir kümmern uns nicht um die Probleme, also es ist so wie diese Milliardäre mit ihren Weltraumgeschichten, ja, argumentieren, weshalb man den Weltraum erschließen muss. Anstatt, dass sie ihr Scheißgeld dafür einsetzen, dass die Lebensverhältnisse auf der Erde lebenswert bleiben, gibt es diese Fantasie, naja, wir werden dann schon mal den Mars besiedeln, weil die Erde ist ja dann vielleicht, nachdem wir sie zerstört haben, nämlich wir, genau wir, Herr Musk und Herr Bezos und sowas, die ist ja dann nicht mehr so gut, aber wir sind ja so cool, wir haben ja dann das Nächste gemacht. Also Sie merken, da kann ich mich sofort in Rage reden, aber um das auf den Boden zurückzubringen, auch das müssen wir endlich politisch diskutieren. Nicht diese komische Reklame glauben, dass da tolle Leute sind, die total faszinierende Lösungen haben und fast fantastisch disruptiv sind und denen wird schon irgendwas sein. Also wenn irgendwem nichts einfällt, um unsere Überlebenssphäre sicherzustellen, dann sind es die. Ganz sicher nicht die. Und insofern brauchen wir auch eine andere politische Aufbruchsdiskussion, wie man denn eigentlich Zukunft gestaltet und Zukunft gestalten kann, so dass eben, das habe ich am Anfang des Vortrags gesagt, es nicht darum geht, wie leben wir komfortabel Display streichend, sondern wie Zivilisation fort. Wie setzen wir freie Gesellschaft fort? Wie setzen wir Partizipation und Demokratie, Gleichstellung von Menschen fort? Das sind doch unsere Themen. Und diese müssen wir fortsetzen unter veränderten ökologischen Bedingungen. So, und da nützt mir Indoor und der ganze Quatsch überhaupt nichts. Haben Sie denn oder sehen Sie, oder wir reden jetzt sehr viel darüber, wie man mit positiven Diskussionen über Klimaanpassung eben ja vielleicht auch in der Gesellschaft wirklich perspektivisch etwas bewirken kann. Sehen Sie denn im Thema Klimaschutz ein ähnliches Potenzial? Ist hier eine weitere Frage im Chat. Schließlich gibt es da ja eigentlich auch positive Bilder, mit denen man operieren könnte. Ich sehe schon, Sie schütteln so ein bisschen den Kopf schon, Herr Professor Welzer. Ich entnehme dem so zwischen den körpersprachlichen Zeilen, dass Sie den Klimaschutz nicht ganz so prädestiniert erachten, um ihn zu einem, ja, zu einer Speerspitze im Argumentationswettstreit werden zu lassen? Ja, also erstmal ist ja schon Schutz etwas, was negativ begründet ist. Ich muss mich vor einer Gefahr schützen und das ist ja per se nichts Angenehmes. Also da steckt wenig sozusagen positive Öffnung. Während es bei den Dingen, über die Sie heute sprechen werden, ja doch man gewissermaßen die Maßnahmen daraufhin auch abklopfen kann, was springt eigentlich als Positives, als Lebensqualitätsgewinn, als Begegnungsgewinn, als sozialer Gewinn dabei raus? Und dann würde ich halt immer versuchen, also man muss gar nicht immer darüber sprechen, dass man das jetzt wegen etwas Negativem macht. Ja, also da ist ein kommunikatives Moment auch noch drin, was man stärker machen kann und was man besser machen kann. Aber beim Klimaschutz selber, ich sehe das nicht. Und die Aporien, in die man kommt, sind ja auch die ganze Rhetorik von: Wir werden unfassbar, wir werden Milliarden von Arbeitsplätzen schaffen durch erneuerbare Energien und durch diese ganzen Technologien und sowas. Und diese Rhetorik, es soll alles so bleiben, wie es ist. Wir wollen weiterhin tolle Stahlwerke haben, wir wollen weiterhin Autofabriken haben, aber alles wird grün und alles macht noch mehr Arbeitsplätze, als es vorher gewesen ist. Das erstens glaubt das keiner. Zweitens ist ja auch mal die große Frage, ist das eigentlich überhaupt erstrebenswert? Ja? Ist nicht vielleicht die Frage des Umbaus der Arbeitsgesellschaft eine, die endlich mal wieder auf die Agenda muss? Sie gab es ja vor 40 Jahren auf der Agenda. Ja, die ganze Frage der Arbeitszeitreduzierung und sonst was. Was übrigens eine starke ökologische Komponente hat, wenn Leute sich nicht so knechten müssen, dann müssen sie auch informieren. Wenn sie mehr Verfügung über ihre Zeit haben, dann haben sie auch einen anderen Sinn.
den Sie in Ihr Leben bringen können. Das muss dann nicht immer das iPhone sein, das Neueste. So, aber da brauchen wir sozusagen Futter für die Diskussion. Und ich würde immer versuchen, in solche Richtungen, worum geht's eigentlich? Wie wollen wir leben? Und ich meine, wir sammeln bei Futur 2 ja eben die ganze Zeit Geschichten, wie das geht, wie man Dinge verändern kann und damit auch eben sozusagen seine eigene Sinnhaftigkeit der Existenz, die man führt und sowas verbessern kann. Also haben wir hier auch wieder einen Ringschluss zu dem, worüber Sie bereits auch referiert haben. Ich habe noch 4 Fragen hier im Chat drin. Ich würde gerne versuchen, die jetzt noch zu berücksichtigen. Würde an der Stelle bitten, jetzt erstmal keine weiteren Fragen in den Chat einzustellen, damit wir final im Zeitplan bleiben. Eine weitere Frage an Sie, Professor Harald Welser. Welche Ursachen sehen Sie für das erwähnte Blockieren von Klimaschutz? Sehen Sie das als aktives Handeln oder eher als unbewusstes Verhalten, etwa aufgrund der Komplexität des Themas? Oder spielen für Sie da beide Komponenten eine Rolle? Achso, ich dachte, wir sammeln jetzt die 4 Fragen. Ich kann Sie nicht alle Fragen sammeln. Ich kann aber gerne hier noch etwas anfügen. Eine, die da ganz gut auch passt, ist: in welchen Bereichen von Politik und Forschung sind Sie auf größte Kreativität und größten Mut gestoßen, um notwendige Maßnahmen durchzuführen? Das möchte ich mal miteinander kombinieren. Die anderen reiche ich gleich noch nach. Sagen wir zu der ersten Frage, die ist relativ einfach zu beantworten. Es gibt Interessen. Wir haben eine Schieflage in unseren im weitesten Sinne ökologischen Diskussionen, als würden wir in idealen Welten leben, wo Menschen alle gewissermaßen gemeinsam um die beste Lösung ringen und es gelingt manchmal nicht. Und das ist Quatsch. Wir wissen es von der fossilen Wirtschaft und den zugehörigen Subventionen und sowas, dass da Interessen realisiert werden und durchgesetzt werden, die das Gegenteil sind von einer sinnvollen Klimaschutzpolitik und Anpassungspolitik, ganz einfach. Und Interessen zu realisieren, sind in Gesellschaften ungleich verteilt, leider. Und deshalb realisieren sich ja auch Interessen, die wir im Moment überhaupt gar nicht gebrauchen können. Very simple. Ja? Und insofern gibt es durchaus bewusste Blockaden. Und dann gibt es meinetwegen auch noch eher Blockaden, wo man nicht richtig versteht, worum es geht. Also wo ich glaube, dass das, was ich in dem kleinen Vortrag als sozusagen vollkommenen Game Changer, also dass das Politikfeld Klima und Umwelt oder Ökologie, Klima und Ökologie, ein Politikfeld zu ist, was andere Behandlung erfordert als andere Politikfelder. Das ist bei den meisten überhaupt noch nicht angekommen. Wenn man irgendwie glaubt, ja, also, aber über Rentenanpassung müssen wir auch reden, nicht nur über Klimaanpassung. So, ja, so wird das behandelt. Insofern gibt es da eher auch diese Art eingespielten Blockierungen. Aber ich glaube, das große und konfliktträchtige Problem sind die absichtlichen Blockierungen. Und natürlich auch auf der globalen Ebene, also was China da macht, Russland, Saudi-Arabien, diese ganzen Länder. Da muss man ja auch mal offen drüber sprechen, dass das massivste Blockierung von jeder sinnvollen Zukunftspolitik ist. Und die andere Frage, die finde ich sehr wichtig, weil ich es interessant finde, dass es eben ganz unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche gibt, welche die sozusagen überhaupt nicht auf neue Herausforderungen reagieren, auch nicht adäquat reagieren, und andere, die das sehr stark tun. Also was ich zum Beispiel sehe in der Architektur und in der Stadtplanung, ist man natürlich nicht zu 100%, aber doch sehr, sehr weit, auch im sich einlassen auf neue Fragestellungen, auch im Nehmen, sozusagen auch mit klassischen Lehren und Theorien in Konflikt zu gehen. Und die ganze Diskussion über Bauen im Bestand und sowas wäre ja vor 20 Jahren noch völlig undenkbar gewesen und vieles andere dabei. Das heißt, es ist ein Bereich, der relativ weit vorne ist, der nicht
einer proaktiven Wendung der Problemlage ist. Ein interessanterer anderer Bereich, finde ich spannend, ist die Finanzökonomie mit ihren grünen Investments und den Standards, die dort gesetzt werden. Das ist ja auch total interessant, dass ausgerechnet sozusagen dieses Reich des Bösen eines ist, was sehr proaktiv nach vorn geht, wobei man natürlich das ganze Thema Greenwashing und sowas im Auge behalten muss, aber es ist interessant. Da hat man sich sozusagen mit dem Finger im Wind orientiert darauf hin, aha, da sind andere Fragestellungen, die klassisch kannten. Die Ökonomie, wie sie an den Universitäten gelehrt wird, ist weit weg von irgendwelchen Problemstellungen, viele andere Bereiche auch. Also es ist gesellschaftlich sehr differenziert. Und ich würde halt immer auch gucken, wo sind denn jetzt eigentlich die Fächer und die Fachvertreterinnen, die man einsammeln kann, um sozusagen dieses Mosaik zu bilden von denjenigen, die eigentlich so eine transformative Perspektive mit ermöglichen. So, jetzt sind bei mir noch ein paar Fragen mehr aufgekoppelt. Ich würde ein klein bisschen hier den Zeitplan nochmal für 5 Minuten verlassen wollen. Um 12 steht der nächste Programmpunkt auf der Matte. So. Und ich möchte aber hier zumindest 3 Fragen doch noch miteinander koppeln, mit der Bitte um eine pointierte Antwort, lieber Herr Professor Welser. Frage 1. Wie kann ein Zukunftsbild attraktiver sein, wenn wir aus Limits of Growth wissen, dass es einen Peak-Wohlstand gibt? Nur positive Bilder ohne eine realistisch progressive Krisenkultur erscheinen mir als Ideologie, wird ja angemerkt. Und genauso wird angemerkt, dass Sie, Herr Professor Welser, ja sagen, dass die soziale Frage im Moment nicht vorrangig ist, sondern der Klimawandel. Wie aber sollen die notwendigen großen Veränderungen von den Menschen akzeptiert werden können, wenn sie nicht auch sozial ausgewogen bzw. visionär sind? Und in diesen Zusammenhang passt noch eine Anmerkung hinein, nämlich ob zu diesen positiven Zukunftsbildern auch beitragen kann, dass wir Anpassungsstrategien nicht nur als Anpassungsstrategien kommunizieren, sondern auch als Maßnahmen, die etwa zur Klimamigration, zu Ökosystemrestauration, zu lebenswerteren Städten eben beitragen. Sie haben da auf diesen Punkt ja schon mehrfach Bezug genommen. Also die Multifunktionalität dieser Maßnahmen, mehr mitnehmen in den Kommunikationsstrategien, das wäre doch sicherlich ein guter Punkt. Ich vermute, da ist die Antwort relativ einfach und ein beherztes Ja von Ihnen. Die Frage aber, die sich hier wohl auftut, ist, wie kann man das eben auch interdisziplinär und im Zusammenspiel zwischen Fach- und Verwaltungsabteilungen auch etablieren? Das kann ich nicht beantworten. Das müssen Sie tun. Ich bin ja nicht Mitglied von Fachabteilungen. Keine Ahnung. Ich nehme an, es ist so leicht und schwierig wie im anderen wirklichen Leben auch. Mit manchen geht es und mit manchen geht es nicht. Punkt, Ende, aus. Ich könnte gleich noch eine Episode und im Zug hatte erwähnen. Aber es kommt immer darauf an, dass Menschen irgendwie bereit sind, etwas zu tun, was nicht in ihrer Arbeitsplatzbeschreibung steht. Punkt, Ende. Das wäre meine Antwort darauf. Und was die Frage sozusagen der guten Anpassung angeht, ist es total wichtig, dass man eben ständig auch versucht zu dokumentieren, was ist uns denn gelungen und was ist dabei der Outcome gewesen. Ja, mich nervt es auch total, das ist jetzt nicht im engeren Sinne das Metier, aber wir haben unfassbar viele Bücher über Ozeanverschmutzung, über Vermüllung, über das Sterben von keine Ahnung was, ja, der Atlas, der so und so, Sie kennen dieses ganze Zeugs. Wir haben aber keinen Atlas der restaurierten Naturräume. Wir haben keinen Atlas der wiedervernässten Moore und sowas. Das heißt, auch die Frage, was kann man eigentlich machen und was ist erfolgreich gemacht worden, spielt irgendwie kommunikativ überhaupt keine Rolle. Und ich finde, das muss man viel, viel stärker machen, um eben auch diese Welt, in der wir, zu der wir hinwollen, auch nicht als abstraktes Ding zu zeichnen, sondern als etwas, wo man schon was tun kann und dabei zu sehr guten Ergebnissen kommt und das Leben wirklich verbessert. Die Frage mit der sozialen Frage war von mir aus eher historisch gemeint, dass die Problemstellung eine andere ist, die wir im 21. Jahrhundert haben. Damit ist nicht gesagt, alle sozialen Fragen
sagen. Und dabei ist auch nicht gesagt, die darf man politisch, braucht man die nicht mehr anzupacken. Ich würde es eher so rumdrehen, dass ich denke, dass man mit einem gewissen Recht sagen kann, dass alle ökologischen Fragen immer auch soziale Fragen sind, solange wir in Ungleichheitsgesellschaften leben. Und dann zeigt sich immer wieder, dass die sozial Benachteiligten diejenigen von ökologischen Negativwirkungen am stärksten betroffen sind. Auch das ist etwas, was auf der grünen Seite der Politik ewig versäumt worden ist, dieses Thema mit anzusprechen. Und ich halte das für total wichtig. Mir kam es nur darauf an, historisch zu rekonstruieren, was die Problemstellung im 20. Jahrhundert ist. Und die erste Frage habe ich ehrlich gesagt nicht richtig verstanden. Aber es muss ja auch Fragen geben, die offen bleiben. Ich denke dennoch, Herr Professor Welzer, dass sehr viele Fragen nicht offen geblieben sind. Und es ist sehr schön zu sehen, dass Ihr Beitrag zu so einer großen Diskussionsfreude unter den aktuell 152 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des heutigen Tages hier dieser Zukunftskonferenz geführt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass die Damen und Herren noch sehr, sehr gerne mit Ihnen weiter diskutieren würden. Ich möchte aber hier vielleicht zum Abschluss noch eine Anmerkung aus dem Chat dann doch noch hier platzieren, die eine sehr schöne kreative Ergänzung noch darstellt zu dem, was Sie uns ausgeführt haben. Warum nicht künftig semantisch von der Ökonomie des Glücks sprechen und nicht von der Ökonomie der Endlichkeit, die doch wieder nach Verzicht klingt? Vielleicht ist auch das ein kleiner Impuls, so ein bisschen so Butterfly-Effekt, der den vielleicht noch so in die Kommunikationsstrategien beim einen oder anderen einzahlt. Harald Welzer, vielen, vielen herzlichen Dank. Schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Und ja, ich darf nun von Ihrem Beitrag zum nächsten Programmpunkt überleiten. Und es kommen nochmal zahlreiche Dankeshinweise und Dankesbekundungen aus unserer Runde. Und im Prinzip sind es nun zwei Programmpunkte, die ich gekoppelt ankündigen darf. Das erste ist jetzt der nächste inhaltliche Programmpunkt. Und das sind die Fachsessions. Und wir haben vier Fachsessions für Sie vorbereitet. Und bei uns hier in der Runde sind natürlich auch die vier Damen und Herren, Susanne Schroth, Michaela Stecking, Anna-Christina Sander und Harald Höckner, die diese Fachsessions jetzt gleich moderieren werden. Und ich würde die Damen und den Herren nun gerne einladen, uns kurz zu erklären, worum es in diesen Fachsessions gehen wird. Die Links übrigens, über die Sie sich in diese Fachsessions einwählen können, die finden Sie jetzt schon unter den geteilten Notizen. Sie haben aber noch einen kleinen Moment Zeit, bis es soweit ist. Und ich darf nun erst einmal die Damen und Herren vom HLNUG bitten, uns ja einen Einblick zu geben, was Sie für Sie vorbereitet haben. Und da Frau Dr. Sander sich als Erste jetzt gerade hier einschaltet und einwählt, würde ich mich freuen, den rhetorischen Staffelstab des heutigen Tages an Sie weiterzugeben, Frau Dr. Sander. Vielen Dank, Herr Hübner. Super, und da haben wir auch schon die erste Folie. Also, unser Plan sieht vor, dass wir Ihnen jetzt das Nachmittagsprogramm vorstellen in den Fachsessions. Es sind vier Stück an der Zahl. Die Fachsession 1 wird von mir und meiner Kollegin, der Stefanie Appel, moderiert. Wir haben das Thema resilient, robust, angepasst, vorausschauend, planen und bauen. Wir haben insgesamt Zeit von 13.15 Uhr bis 14.30 Uhr. Und in dieser Zeit haben wir zwei Impulsvorträge geplant. Einmal konnten wir Elisabeth Czorny gewinnen von der Landeshauptstadt Hannover, die uns das Klimawohlprinzip vorstellt. Das ist eine bemerkenswerte integrierte Quartiersplanung, wo von Anbeginn an Klimawandelanpassung mitgedacht wurde und wirklich Planungsstufe für Planungsstufe auch dann dargestellt worden ist in diesem Projekt, was berücksichtigt und abgearbeitet wurde. Also wirklich ganz toll und was vor allem auch schön ist zu sehen, dass dieses Quartier jetzt sich im Bau befindet und sie uns da auch bestimmt ganz interessante Sachen erzählen kann.
Im zweiten Vortrag gehen wir dann vom Allgemeinen runter ins, also von der Planung gehen wir zur Objektplanung. Und zwar haben wir die Kollegen vom BBSR, Svenja Binz und Stefan Haas als Redner gewinnen können. Klimaresilienz Plus ist das Thema, das Gebäude und sein Beitrag zum Gesamtsystem. Und hier geht es darum, was das Gebäude an sich eben selbst für eine Leistung für die Klimaanpassung hervorbringen kann und ebenfalls total spannend und interessant. Wir werden im Anschluss an beide Vorträge genügend Zeit haben zu diskutieren mit Ihnen. Also Sie sind da auch aufgefordert, genau wie eben jetzt nach dem Vortrag von Professor Welzer, Ihre Fragen zu stellen. Wir freuen uns auf einen anregenden Austausch. Soweit von mir und alles Weitere dann. Wir treffen uns um 13.15 Uhr in dem Raum für die Fachsession 1. Alle Links zu den Gruppenräumen sind in den geteilten Notizen schon jetzt verfügbar. Vielen Dank. Und ich gebe meinen Staffelstab weiter an die Fachsession 2. Das läuft ja hier wirklich wie's Brezelbacken. Da kann ich mich jetzt als Moderator ja hier schon mal rausschalten, wenn Sie das schon schön eingeübt haben. Nein, bitte schön, Scherz beiseite. Ja. Fachsession 2. Herzlichen Dank, Herr Hübner. Mein Name ist Harald Höckner und gemeinsam mit meiner Kollegin, der Frau Jung, beide im HLNOG angestellt, moderiere ich die Fachsession 2 mit dem Namen Grün, Grün, Grün sind alle meine Städte. Wir haben auch zwei tolle Vorträge geplant in dieser Fachsession. Für die erste Fachsession haben wir Dr. Gunter Mann, den Präsident des Bundesverbands Gebäudegrün, gewinnen können, der uns über die Umsetzungsmöglichkeiten der Dach- und Fassadenbegrünung etwas erzählt, über die positiven Wirkungen dieser Dach- und Fassadenbegrünung, der Gebäudebegrünung, aber eben auch zu den Synergien etwas erzählen wird, also zu den Synergien zur Photovoltaik zum Beispiel, zur Lebensmittelproduktion, aber auch zur Biodiversität. Sehr anschaulicher Vortrag mit sehr vielen Bildern und auch den Kosten und Nutzen dabei. Also auch hier ein super toller Vortrag, der uns das Thema einfach ein bisschen anschaulicher näher bringt und vielleicht auch dem einen oder anderen die Angst nimmt, das Ganze anzupacken und das Gebäude in ein Grün zu hüllen. Das zweite Thema, der zweite Vortrag, wird von Herrn Klaus Körber sein, dem Landwirtschaftsdirektor der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau, auch Mitwirkender im Projekt Bayern Stadtgrün 2021. Und er wird uns an seinem praktischen Wissen zu Bäumen im Klimawandel teilhaben lassen und uns über zukünftige Arten etwas berichten, über die Verwendung neuer Arten, über den Zusammenhang neuer Arten mit der Biodiversität und auch aber mit dem Erhalt des städtischen Grüns durch die fachgerechte Nutzung im Klimawandel, also die fachgerechte Pflege im Klimawandel auch. Wie gesagt, meine Kollegin, die Frau Jung und ich werden die Session begleiten. Die Fragen sind auch wie hier im Chat möglich. Sie können auch gerne schon vorher den Raum kurz mal ausprobieren. Die Links haben Sie bereits in den geteilten Notizen bekommen. Und am Ende der Fachsession 2, wie auch am Ende aller anderen Fachsessions, machen wir auch wie am Anfang eine ganz kurze Mentimeter-Umfrage, in der Sie einzelne Worte einfügen können. Und da fragen wir Sie dann, was denn Ihr Aha-Moment war in der Fachsession, was Sie sich mitgenommen haben. Sie können ja die Vorträge sich gerne anhören mit dieser Frage noch im Hintergrund. Und das war es auch von mir, von der Fachsession 2. Wir treffen uns ebenso dann pünktlich nach der Mittagspause direkt im Raum. Und damit gebe ich meinen Staffelstab weiter an die Fachsession 3, Frau Stecking. Ja, vielen Dank. Genau, also in der Fachsession 3 wird es um die Schwammstadt gehen. Und zwar hab ich dort zwei Referenten eingeladen, und zwar den Dr. Marco Siegmann, der ist Abteilungsleiter im Tiefbauamt der Stadt Bochum und wird den praktischen Teil dieser Session übernehmen. Das heißt, er zeigt, was in Bochum quasi schon unternommen wurde, um die Stadt in eine Schwammstadt umzubauen. Und der Andreas Gieger ist Koordinator der Zukunftsinitiative bei der Emscher Genossenschaft. Das ist ein Wasserverband in Nordrhein-Westfalen. Und
Dieser unterstützt oder die Zukunftsinitiative unterstützt die Kommunen in NRW, die in dieser Kooperation zusammenarbeiten, unterstützt die Emscher Genossenschaft, die Kommunen und auch die Zusammenarbeit, organisiert da einiges. Er wird die Zukunftsinitiative natürlich auch nochmal vorstellen und zeigen, was dort eigentlich alles unternommen wird. Und ich hoffe, meine beiden Referenten auch so ein bisschen in die Richtung zu bekommen, zu sagen, was eigentlich die Herausforderungen sind, beziehungsweise womit sie angefangen haben. Denn ich glaube, so den ersten Schritt, das ist ganz häufig irgendwie so, was mache ich denn jetzt? Also ich weiß, dass Starkregen irgendwie häufiger auftritt und jetzt weiß ich aber gar nicht, wie ich anfangen soll. Und das werde ich auf jeden Fall in der Diskussion noch ansprechen wollen. Genau, und dadurch, dass meine zwei Vorredner eigentlich schon alles Moderatorische erzählt haben, darf ich einfach schon weitergeben an meine Kollegin Frau Schroth. Ach so, und vielleicht noch einen Satz. Ich werde die Session moderieren und mein Kollege Dr. Andreas Heu wird dann den Chat betreuen. Prima, vielen Dank. Dann habe ich das Wort und darf Ihnen ein bisschen was zur Session 4, heiße Städte, kühle Köpfe bewahren, vorab erzählen. Wir werden, also mein Kollege Dr. Aljoscha Kress und ich werden Sie begleiten durch die Session. Unser Fokus ist ein bisschen anders als der anderen Sessions, die doch sehr planungsorientiert städtebaulichen Fragestellungen oder planerischen Fragestellungen eben arbeiten. Unser Fokus liegt darauf, dass man Handeln auch in strukturelle und organisatorische Aspekte umsetzen muss. Und zwar mit dem Fokus auf Hitzebelastung und dem Schutz möglichst aller Risikogruppen in der Bevölkerung. Und der Weg dazu, den wir Ihnen vorstellen wollen in der Session, führt über Hitzeaktionspläne, die ganzheitlich gedacht werden sollten. Also es gibt Teilaspekte, die in vielen Kommunen schon angegangen werden. Wir versuchen eben dieses ganze Bild aufzuzeichnen und haben dazu zwei Vortragende auch gewinnen können. Ich freue mich sehr auf Professor Dr. Greve, die im Prinzip eigentlich, wenn Sie sich zur Hitzeaktionsplanung in Deutschland informieren wollen, die Dame ist, die Sie finden. Also sie hat sehr viel Forschung dazu betrieben, auch teilweise für unser Fachzentrum, hat sich mit Hitzeaktionsplanung in europäischen Nachbarländern befasst. Genau, und ist eine Institution, was den übergeordneten Ansatz angeht. Und ich freue mich genauso auf Herrn Lukas Glitsch von der Stadt Offenbach, Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz, der den Offenbacher Hitzeaktionsplan maßgeblich mit vorbereitet und angestoßen hat und eben aus der Praxis berichten wird. Das heißt, wir gehen dann von der eher übergeordneten Ebene tatsächlich in die Praxis rein, um hoffentlich in der Session Fragen zu klären, die andere Kommunen dann sich stellen oder die Ihnen, wie Herr Höppner auch schon gesagt hat, so ein bisschen die Hürden nehmen können, den ersten Schritt zu tun. Und zwar hoffen wir, dass wir so ein bisschen rausarbeiten können, welche Bedingungen förderlich oder welche hinderlich sein können. Wir haben schon was von fachübergreifender Zusammenarbeit gehört. Das sind so Aspekte, die wir ansprechen werden. Und ich schließe mich jetzt im Letzten der Frau Stecking an. Frau Sander und Herr Höckner haben schon das Moderative irgendwie erzählt, also müssen wir nicht nochmal wiederholen. Wir treffen uns um 12:45 in allen Fachsessionräumen und freuen uns, glaube ich, alle auf die jeweils Teilnehmenden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Sander, Frau Stecking, Frau Schroth, Herr Höckner, für ja dieses Teasing der Fachsessions. Und ich fürchte mal, wenn man das jetzt so gehört hat, werden sich viele denken, wie schade, dass man dann doch nur an einer Fachsession teilnehmen kann. Doch ganz so dramatisch ist es tatsächlich gar nicht, dass Sie sich für eine entscheiden mussten. Wir werden nämlich im weiteren Verlauf des heutigen Tages noch Kurzzusammenfassungen aus den Fachsessions hören. Im Anschluss an diesen Punkt wird dem der Fall sein. Und in diesem Kontext ist es tatsächlich wichtig und aufschlussreich, wenn Sie auch an der bereits angekündigten Mentimeter-Umfrage dann teilnehmen, weil die im weiteren Verlauf dann auch noch eine Rolle spielen wird. Ansonsten, da Sie ja mir einen Teil meiner Arbeit jetzt schon freundlicherweise ein wenig erleichtert haben, kann ich meine Energie jetzt hinein investieren, den Programmpunkt Anzukündigung, der erfahrungsgemäß ein Höhepunkt einer jeden Tagung darstellt,
darstellt und der nun die Zeit bis 13.15 Uhr für Sie attraktiv überbrücken soll, nämlich die Mittagspause. Bleiben Sie uns gewogen. Wir freuen uns, Sie um 13.15 Uhr dann in den digitalen Räumen der einzelnen Fachsessions wieder begrüßen zu dürfen. Erholen Sie sich ein bisschen, lassen Sie ein bisschen sacken, verarbeiten Sie ein wenig, was Sie heute schon gehört haben. Und ja, wir freuen uns auf den weiteren Austausch mit Ihnen. Bis um 13.15 Uhr an dieser Stelle. Alles Gute erst einmal. Das Recording wieder an und gibt das Podium wieder an. Genau. Sie haben jetzt hoffentlich alle erfolgreich eine Kaffeepause hinter uns gebracht. Eine kurze und hoffentlich ja, erfrischende solche. Dann ist es 14.45 Uhr und wir gehen in den Schlusssprint hinein unserer heutigen Zukunftskonferenz hier auf digitalem Boden. Der Abschlussblock steht vor der Tür und ja, vielleicht noch eine Information. Herr Holl, ergänzen Sie das möglicherweise, wenn ich nicht alle wichtigen Informationen jetzt dazu nochmal sage. Die Fachsessions sind ja auch aufgezeichnet worden, genauso wie der Rest der Veranstaltung. Und wir kommen jetzt zwar zu einer Zusammenfassung der aufgepasst, angepasst Fachsessions, aber wenn Sie, sehr geehrte Damen und Herren, draußen an den Empfangsgeräten, wenn Sie noch einmal etwas vertiefender nochmal nachhören, nachschauen wollen, was da besprochen worden ist, dann wird es da sicher hinterher auch die Möglichkeit seitens des HLNUC geben, mit der Aufzeichnung der Veranstaltung, dass Sie das nachholen können. Und es ist sehr viel besprochen worden. Es sind wahnsinnig spannende Dinge besprochen worden. Bevor wir dazu kommen, Herr Holl, haben Sie noch etwas zu ergänzen an dieser Stelle? Nein, das war absolut richtig. Also genauso wird es sein, die einzelnen Foren einzeln abrufbar, genauso wie der Hauptraum. Sehr gut. Und dann kommen wir jetzt an der Stelle doch mal dazu, was eben in den Fachsessions besprochen worden ist. Wir beide, Sie, Herr Holl, ich auch, wir sind so ein bisschen Wanderer zwischen den Welten, kann man geradezu sagen. Wir haben hier mal zugehört, dort mal zugehört. Frau Czorny beispielsweise sprach über Kaltluftkorridore und über die Bedeutung von Planungswettbewerben, wie man eben klimaangepasste Quartiere baut. Herr Mann sprach über Dachbegrünungen, welche Pflanzen beispielsweise aufgrund ihrer Wurzeleigenschaften dafür geeignet sind und in welche Konflikte man auch kommen kann, wenn man vor der Herausforderung steht, Denkmalschutz und Fassadenbegrünungen miteinander kombinieren oder unter einen Hut bringen zu wollen. Herr Körber hat wahnsinnig Spannendes erzählt über Bäume im Klimawandel und auch über diese immerwährende Frage, nehme ich jetzt eine fremdländische Pflanze und pflanze sie hier an, weil ich davon ausgehe, dass sie besser mit dem Klimawandel zurechtkommt, oder versuche ich die Herausforderungen mit heimischen Pflanzen zu lösen. Herr Siegmann sprach über Starkregen-Hinweiskarten und über Bürgereinbindung. Herr Giga echauffierte sich ein wenig über das Blabla in Klimaanpassungsregelwerke und beleuchtete die Frage, ob man als Basis für Kooperationen im Bereich Klimaanpassung tatsächlich umfangreiche Vertragswerke braucht. Frau Kress hat interessante Anmerkungen dazu gemacht, ob man zum Beispiel die während der ersten Corona-Pandemie-Welle erprobten Unterstützungsangebote für Senioren auf ehrenamtlicher Basis, ob man die vielleicht auch im Bereich der Klimaanpassung reaktivieren könnte und ob das auf der anderen Seite nicht vielleicht auch ein Schlupfloch für Kommunen, Gemeinde, Städte sein könnte, sich dann doch der eigenen Verantwortung an dieser Stelle zu entziehen. Also Sie merken, hoffe ich anhand nur von diesen wenigen Beispielen, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass da wirklich sehr, sehr viel und sehr viel Spannendes besprochen worden ist in den Fachsessions, sodass ich nur zum
Nachhören noch einmal wirklich auffordern und motivieren kann. Und natürlich haben wir an dieser Stelle jetzt auch unsere Session Reporter, die noch einmal zusammenfassen, noch ein bisschen tiefergehender, als ich das jetzt eben gemacht habe. Das war ja nur ein Anreißen. Was in den Fachsessions eben passiert ist, was die zentralen Ergebnisse waren. Und da kommen jetzt auch die Mentimeter-Umfragen ins Spiel, an denen Sie eben netterweise noch einmal teilgenommen haben. Was haben Sie also gehört, gelernt, diskutiert? Was waren für Sie die wichtigen Punkte gewesen? So, oder ja, die Aha-Momente, ja, wie wir das auch genannt haben. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer sich als Session-Reporter aus der Session 1 bei uns noch hier zu Worte meldet. Da hat Maurice Wagner die Hand gehoben. Ich hoffe, dass das der Session-Reporter ist. Ja, ich sage da noch mal eine Sache dazu. Wir hatten diese Mikrofone hier unterbunden. Wenn also die Reporter jetzt aus irgendeinem Grund das Mikrofon, als sie reinkamen, hier gesperrt hatten, einfach nochmal Audio kurz beenden und neu. Die Mikrofone sind jetzt wieder auf. Das war einfach die Schweigepause zwischendrin. Deswegen, also gerne Audio nochmal. Ich habe das gesehen bei einem, wo ich weiß, dass der für Session 3 dran ist. Einfach mal kurz unter der Folie Audio einmal benden und dann neu mit Audio starten und dann passt das. So, wer hat sich in das Podium geklaut? Und dann gehen wir jetzt hier in die Session 1 planen und bauen hinein. Herr Hübner. Und da haben wir schon eine kleine Wolke mit unterschiedlichen Begriffen, die hängen geblieben sind. Und ich bin gespannt, was wir weiter aus dieser Session nun berichtet bekommen. Okay, dann melde ich mich mal als Reporter zu Wort und hoffe, dass ich zu hören bin. Moritz Wagner hier. Hören Sie, Herr Wagner, und Sie können auch gerne die Kamera anmachen, wenn Sie wollen. Okay. Ja, das wäre sehr schön, dann wissen auch wir versuchen. Auch. Ja. Ja, machen Sie. So, jetzt bin ich hoffentlich auch zu sehen. Hallo. Ja, wenn man nicht nur die Stimme kennenlernt, sondern auch noch dazu dann das Gesicht. Bisher sind Sie wahrscheinlich noch auf dem einen oder anderen Computer in schwarz dargestellt. Hoffen wir mal, dass Sie das mit jetzt gleich aufbauen. Zu uns. Ja, da kommen Sie, Herr Wagner. Bitte schön. Hallo. Da geht an Sie weiter. Ja, dann will ich mal reporten aus unserer Session 1 zum Thema resilient, robust, angepasst, vorausschauend, planen und bauen. Ja, Sie sehen die Begriffe, die in dem Mentimeter zusammenkamen. Vielleicht ein bisschen chronologisch. Es ging ja los mit dem Thema Klimawohlprinzip. Das ist auch direkt als Begriff hier genannt. Im Prinzip passt es doch sehr schön in dieses positive Bild Klimawohl, was da ausgestrahlt wird. Es ist ein ganz hervorragend umfangreiches Leitfadenwerk aus Hannover, was Frau Czorny dort präsentiert hat, wo ganz verschiedene Phasen der Planung, von der städtebaulichen Planung bis zur Objektplanung, Genehmigungsplanung enthalten sind. Und ein ganz zentrales Thema, was jetzt hier auch sich wiederfindet, ist das des Wissenstransfers. Es sind verschiedene Akteure mit so einem Thema beschäftigt. Anfangs ist es vielleicht mehr die Stadtplanung und dann im Verlauf wechselt die Zuständigkeit, dann zum Beispiel zur Bauaufsicht. Und dann geht es darum, das Wissen, was erarbeitet wurde, dort eben mit hinzunehmen und weiterzugeben. Und das ist ein interdisziplinäres Arbeiten. Den Begriff sehen wir hier auch. Das sind die Themen, die Frau Czorny angesprochen hat. Zusätzlich noch ein interessanter Aspekt, wie ich fand und was ich hier unter dem Fachteam Klimaschutz verstehe, ist, dass in den verschiedenen Stellen der Stadt, der Gemeinden, in den verschiedenen Fachämtern jeweils Spezialistinnen und Spezialisten für das Thema Klimaanpassung sitzen sollten, die dann alle damit etwas anfangen können, um dann gemeinsam zum Ziel, zum Erfolg zu kommen. Ja. Dann zum zweiten Vortrag vom BBSR, Frau Binz und Herr Haas, zum Thema Klimaresilienz Plus, also das gewisse Extra, bezogen jetzt auf die Gebäudeebene. Da kommen diese Begriffe dann zustande wie multifunktionale Nutzung. Also eine Fläche kann mehr als eine Funktion haben. Die Fassade kann nicht nur das Gebäude schützen, sondern kann eben auch noch begrünt sein und so ihren Beitrag zum Mikroklima leisten. Wir hatten das Beispiel mit dem Gründach Solarkombi ist es hier genannt,
also die Kombination Photovoltaik und Gründach, die an sich, wo sich beides positiv beeinflusst, die Leistungsfähigkeit des PV-Moduls wird durch das Gründach erhöht. Das Gründach wiederum wird durch das PV-Modul vor zu starker Sonneneinstrahlung geschützt, kann sich besser entwickeln als so manche Gründächer, die im Sommer dann ziemlich vertrocknen. Ja, das wäre es vielleicht so im Schnelldurchlauf aus unserer Session 1. War mein Mikrofon noch aus? Das Typische, was mindestens einmal während einer solchen Veranstaltung passiert. Vielen Dank, Herr Wagner, für diesen Einblick in das, was in Session 1 besprochen und diskutiert worden ist. Ja, wir schalten jetzt mal weiter, nämlich in die Session 2. Da ging es um das Stadtgrün. Und ja, ich hatte ja schon angerissen, ein wenig auch über die Frage, welche Pflanzen pflanzen wir künftig und wie bringen wir mehr Grün in die Stadt. Und ich sehe, Frau Zarda hat sich jetzt zugeschaltet, sozusagen den Staffelstab von Herrn Wagner übernommen. Insofern gehe ich jetzt mal ganz knallhart davon aus, Sie sind die Session-Reporterin aus Session 2. Und ich freue mich, Frau Zarda, über den Einblick, den Sie jetzt mit uns teilen werden. Ja, hallo, Christine Zarda ist mein Name, auch vom HLNUG. Und ja, Grün, Grün, Grün sind alle meine Städte, war der Titel unserer Session. Und der Mann hat halt berichtet von der Dach- und der Fassadenbegrünung. Es ging um die Teile der Dachbegrünung, von verschiedenen Formen der Dachbegrünung, die man machen kann, wie es mit der Belastung der Dächer steht. Wege steht, dann auch diese, was jetzt schon genannt wurde, auch diese Besonderheiten mit der Solar-Gründach zu machen, das also zu kombinieren und eben auch das Retentionsdach, was eben auch Wasser speichern kann. Sehr beeindruckend waren die Fotos und allein deshalb lohnt es sich, diesen Vortrag anzuhören, weil man wirklich mal sehen kann, was man alles Tolles machen kann und wie super das aussieht und wie schön das sein könnte, wenn das im großen Umfang umgesetzt würde. Es ging dann noch um ein paar Details, also was man halt beachten muss, insbesondere die Belastung halt auch des Daches und dass man die verschiedenen Gewerke, zum Beispiel bei so einem Solargründach, aufeinander abstimmen muss, Solardach, also Dachdecker, Begrünung, dass das alles zusammenpasst. Das nächste Thema war ja dann die Fassadenbegrünung, bodengebunden oder wandgebunden, mit oder ohne Kletterhilfen. Auch das wurde im Einzelnen erklärt, was das bedeutet, wie das gemacht wird. Kamen dann noch einige Fragen dazu, mit ob bei der Belastung der Starkregen auch berücksichtigt ist. Und das war bei diesen Angaben alles auch so gemacht. Wurde die Frage nach Beispielen in Hessen, konnte nichts aufgezählt werden. Also es ist hier in Hessen noch sehr dünn, weil man nicht sagen kann, wo man sich das mal hier angucken kann, sondern das sind auch alles Bilder aus dem Ausland oder aus anderen Bundesländern gewesen. Wichtig ist auch nochmal die Statik und der Wurzelschutz, den man auch überprüfen kann mit einem Elektroimpulsverfahren. Das fand ich ganz interessant, dass man so feststellen kann, wenn tatsächlich ein Loch da im Dach ist, wo das dann ist. Insekten sind kein Problem. Das kommt ja auch immer wieder auf, dass Leute meinen, sie würden dann eine Invasion kriegen von irgendwelchen Insekten in ihre Wohnung. Und das hat Herr Dr. Mann ganz klar gesagt, das ist also unbegründet. Schutz hat so ab und zu seine Einschränkungen. Das ist durchaus ein Problem, weil das geht so ein bisschen gegeneinander. Man will eben nicht, dass das denkmalgeschützte Gebäude zu begrünt wird, aber da muss man halt Kompromisse suchen. Da will ich es mal dabei belassen und gleich dann zu Herrn Körper übergehen, weil wir haben ja nicht so viel Zeit. Also er hat insbesondere berichtet aus seinem Versuchsbetrieb bei Zöschheim und auch über das Stadtgrün 2020. Das war im Hof in Kempten und in Würzburg, wo halt Baumpflanzungen vorgenommen wurden.
Und um bei diesen Baumversuchspflanzungen halt geeignete Bäume herauszufinden. Da hat er dann auch eine ganze Liste genannt. Diese Liste wird auch zur Verfügung gestellt. Von daher werde ich die jetzt nicht alle aufzählen. Also das kann man sich dann schön ansehen. Er hat mit sehr großem Engagement eben halt auch bestimmte Bäume hervorgehoben, die man unbedingt nicht vergessen soll und die man ganz bestimmt pflanzen soll. Es soll auch nicht nur, also es muss auf nicht heimische Pflanzen zurückgegriffen werden, am besten halt aus dem süd- oder osteuropäischen Raum, und damit sollten Gemeinschaften geschaffen werden mit heimischen und einheimischen, also eine Mischung aus allem. Und man muss auch davon abkommen, immer nur einheitlich, also zum Beispiel eine Allee mit einer Sorte zu pflanzen, sondern man sollte verschiedene Arten mischen, weil wir nie wissen, was noch auf uns zukommt, und dass wir nicht einen Totalausfall kriegen, weil man vielleicht jetzt nur Linden gepflanzt hat oder eben nur eine Sorte. Das war halt auch ganz wichtig. Die Pflanzstreifen unterhalb der Bäume sollten nicht vergessen werden, insbesondere für Insekten. Da sollten sehr viele Blüten sein, die halt da auch ein Angebot für die Insekten schaffen. Ja, dann hat er nochmal aufgezeigt, also auf die Wirkungen der Bäume, ganz klar die Temperatursenkung, die man ganz deutlich nachweisen kann. Schattenwirkung schaffen ist wichtig, und ganz wichtig auch die CO2-Bindung durch Bäume. Jeder Baum bindet CO2. Dass mittelalte Bäume eine Priorität haben, war ein Punkt, der halt auch aufgefallen ist, dass er also sagt, die mittelalten Bäume als erstes noch fördern und schützen. Und ganz wichtiger Punkt war für ihn auch die Verfügung, zur Verfügungstellung von Wasser. Also mit den Bodenverhältnissen und der Wasserversorgung steht und fällt letztendlich der Erfolg der Baumpflanzung. Vielleicht noch bei den Fragen kam nochmal auf, ob, wenn der Raum sehr knapp ist, was es dann für Möglichkeiten gibt. Und Herr Körber hat durchaus auch die Möglichkeit von Pflanzkübeln hervorgehoben, wenn die allerdings dann auch ja gepäppelt werden müssen, halt nachdüngen und wässern. Sonst geht es nicht, aber es ist dann halt besser als gar nichts. Natürlich ist, wenn man einen Baum bodengebunden pflanzen kann, natürlich besser. Aber und das steht jetzt hier auch als ein Punkt ganz dick. Das war, glaube ich, für viele eine besondere Sache, das mit der Wasserbanane. Also da geht es um die Wasserversorgung, dass man das halt kontrolliert und sehr langsam eben den Baum mit Wasser versorgt. Mhm. Das Engagement und der Enthusiasmus von Herrn Körber wurde genannt, weil er sehr eindringlich halt darauf hinweist, auf was es ankommt und was wichtig ist. Auch da waren in diesem Vortrag sehr schöne Bilder. Also ich kann nur empfehlen, sich beide Vorträge nochmal anzusehen, die jetzt nicht in dieser Session gewesen sind. Und man merkt, Frau Zarda, der Enthusiasmus hat sich gerade sie auf Sie übertragen. Ich danke für diese leidenschaftliche Zusammenfassung der Session 2, die, ich muss ganz ehrlich sagen, auch mich, aber das hat sicher auch mit meiner biologischen Herkunft zu tun, auch persönlich ganz in einer ganz besonderen Art und Weise auch nochmal faszinierte. Ja, und wir machen jetzt den fliegenden Wechsel, weil wir haben ja noch ein bisschen etwas mit Ihnen vor, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute Nachmittag. Ich danke Frau Zarda und bin mal gespannt, wer jetzt zur Session 3, die unter dem Schlagwort Schwammstadt abgehalten wurde, zu uns stoßen wird, um über dieses spannende Thema kurz zu referieren und die zentralen Punkte dieser Session zusammenzufassen. Und ich sehe, es ist Andreas Heu, der sich jetzt zu uns dazuschaltet. Im Moment kann ich Sie noch nicht hören, ich kann Sie noch nicht sehen, Herr Heu, aber ich vermute mal, dass sich das in wenigen Sekunden ändern wird. Also ich hoffe, Sie können mich hören und sehen. Ich sage, Sie können mich hören und sehen. Ja, hören klappt schon einmal sehr gut. Zumindest bei mir ist das Bild hat sich noch nicht aufgebaut, aber das soll uns nicht dran hindern, dass Sie schon loslegen, Herr Heu. Bitte schön. Okay, dann kommt das Bild hoffentlich gleich noch. Genau, die Session 3 hatte den Titel mit Grün und Blau zur Schwammstadt, und wir hatten zwei Vorträge aus dem Ruhrgebiet hier.
Was sehr offensichtlich war, dass es eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen Akteuren in diesem Gebiet gibt und dass es über die Jahre aufgebautes Vertrauen auch zwischen diesen Akteuren gibt, was natürlich sehr zielführend ist, wenn man in diesem Bereich zusammenarbeiten möchte. Im ersten Vortrag hat Andreas Giga gesprochen von der Zukunftsinitiative der Emscher Genossenschaft. Hier ging es um gemeinsam für eine klimaresiliente Region. Und er ist von der Zukunftsinitiative Wasser in der Stadt. Und das sind 16 Kommunen, die hier in Nordrhein-Westfalen zur Klimaanpassung zusammengeschlossen sind. Diese sehen sich eher als Serviceorganisationen, als Ermöglicher. Und das ist auch das, was jetzt hier auf dieser Folie zum Beispiel zu sehen ist, einfach machen. Das fand ich sehr interessant, dass es bei der Zukunftsinitiative nicht darum geht, Verträge auszuarbeiten und in diesen langen Prozess dort einzusteigen, sondern dass hier engagierte Leute zusammenkommen, die einfach machen und damit auch lösungsorientiert für gemeinsame und schnelle Entscheidungen eintreten. Hier ist sehr viel Eigeninitiative drin und das sorgt natürlich dann auch irgendwie für Schnelligkeit. Also man hat engagierte Leute, man macht einfach, man wartet nicht auf Entscheidungen von der Politik und von den Institutionen, sondern man geht hier auch mit gutem Beispiel voraus. Ich muss jetzt noch mal kurz fragen, weil ich mich jetzt nur selber sehe, bin ich verständlich? Ich hoffe doch sehr. Sie sind wunderbar. Okay, sehr gut, weil ich Sie nämlich jetzt selber nicht sehen kann. Genau. Es gibt dort einen Plan, 2040 eine klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft zu schaffen. Man will dort einfach lebendige und lebenswerte Städte mit einer multifunktionalen grün-blauen Infrastruktur schaffen. Dort hat man sich Ziele gesetzt, zum Teil konkrete und messbare Ziele, wie dieses Ziel, dass man 25% der Fläche innerhalb von dieser Zeit abkoppeln möchte, quasi im Prinzip 1% der Fläche jedes Jahr abkoppeln will und damit auch Geld spart, indem man Abfluss auf die Flächen verteilt. Das geht natürlich nicht nur mit öffentlicher Fläche, die in manchen Gemeinden ja auch bloß ein Drittel oder weniger der Fläche ausmachen, sondern man bezieht auch private und andere Flächen dort noch mit ein. Im zweiten Vortrag hat Herr Dr. Markus Siegmann vom Tiefbauamt der Stadt Bochum gesprochen, gemeinsam für eine klimaresiliente Region. Hier ging es darum, dass die Stadtkoordinatoren bauen die Schwammstadt. Warum braucht man eine Schwammstadt? Man braucht es natürlich aus zwei Gründen, dass zum einen Wasser gespeichert werden soll in trockenen Jahren und gerade die Jahre vor 2021 waren ja sehr durch Trockenheit geprägt. Nun hatten wir 2021 genau das Gegenteil. Wir hatten Überflutung und genau dort soll die Schwammstadt auch helfen, Überflutungen zu vermeiden. Er hat angesprochen und auch ein paar Bilder gezeigt, sehr spannend, dass die Beispiele, die für eine effiziente Wasserabfluss sorgen, häufig auch unauffällig sind, aber eben nicht weniger wichtig. Das sind nicht immer diese plakativen Beispiele, die man schön auf großformatigen Bildern zeigen kann, sondern das sind eben häufig auch Möglichkeiten, auch zum Beispiel über graue Flächen einfach den Abfluss so zu gestalten, dass er eben nicht diese Probleme macht und in der Stadt quasi gespeichert wird, sondern auf grüne Flächen abgeleitet wird. Er hat ein gutes Beispiel gebracht von einem neuen Wohngebiet in Bochum-Ostpark. Hier wird das Baugebiet auch in dem Sinne neu gedacht, dass man hier keine herkömmlichen Regenwasserkanäle hat, sondern eine offene Ableitung in Form von Entwässerungsgräben. Man hält das Wasser im Gebiet, hat es bei Trockenheit verfügbar und hat eben große Retentionsflächen. Man integriert Gründächer mit ein, man hat Fließwege für Starkregenfälle, um eben zu viel Wasser dann auch gut abfließen lassen zu können. Die Diskussion war sehr engagiert. Es gab sehr spannende Fragen, auch zum Beispiel zur Digitalisierung. Wie können zum Beispiel Online-Formate eine schnelle Kommunikation
unterstützen. Das macht auf der einen Seite das viele Reisen unnötig. Man kann sehr schnell auch Akteure zusammenbringen. Das ist definitiv sehr wichtig, weiter diese Digitalisierung voranzutreiben. Auf der anderen Seite ersetzt es aber nicht das aktive Zusammenkommen von engagierten Personen. Also man hat dort in Bochum auch einen Kreativraum eingerichtet, damit Leute eben auch Ideen austauschen können und so in dieses Brainstorming mit reinzukommen. Bäume pflanzen ist ein wichtiger Punkt, und zwar nicht nur das Pflanzen, sondern es muss auch immer mitgedacht werden, dass der Unterhaltungsaufwand geklärt ist im Vorfeld und dass eben auch, wenn Bäume mal absterben oder vertrocknen, dass diese Bäume dann auch wieder neu gepflanzt werden und dann eben nicht sozusagen das einmal hingestellt wird und dann wieder vergessen wird. Zum Schluss vielleicht nochmal ein Blick nach Hessen, weil das war der Blick nach Nordrhein-Westfalen. Wir vom FZK sind ja auch seit sehr vielen Jahren in Zusammenarbeit mit vielen hessischen Kommunen. Und wenn es um Fragen geht, die eben auch gerade Wasser und Starkregen betreffen, dann sind wir auch immer ein Ansprechpartner, den Sie sich gerne merken können. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Heu. Jetzt bin ich wahrscheinlich bei Ihnen allen gerade nicht zu sehen. Wir haben hier gerade eine technische Schwierigkeit. Der Server sendet mir, wenn ich die Kamera einschalten möchte, Fehlermeldungen. Ich werde mich jetzt während dem nächsten Report deswegen einmal kurz ausklinken und hier mein System wieder starten. Aber das nicht ohne der vierten Person in der Runde das Mikrofon sozusagen weitergereicht zu haben. Und ich würde jetzt, bin mir jetzt mal sehr gespannt, wer jetzt zu uns kommt. Das bin ich, Aljoscha Kress. Herr Kress, ich übergebe das meine Wort. Kamera hat denselben, meine Kamera scheint dasselbe Serverproblem zu haben. Gerade eben hat es noch funktioniert. Jetzt nicht mehr. Ich hoffe, ich bin auch ohne Bild ein netter Session-Reporter. In der Session 4 ging es um die Hitzeaktionspläne und wie man kühle Köpfe bewahrt. Wir hatten einen Input-Vortrag von Professor Grebe von der Hochschule Fulda, die Hitzeaktionspläne allgemein erstmal erklärt hat und auch die Notwendigkeit erstmal beschrieben hat für diese Hitzeaktionspläne und dann uns gezeigt hat, wie man eben ein Verfahren entwickeln kann für sich, für seine Kommune, wie man strategisch eben einen solchen Hitzeaktionsplan auch entwickeln kann. Und perfekt aufbauend dazu hatten wir Herrn Glitsch aus der Stadt Offenbach, der den ersten, deutschlandweit ersten Hitzeaktionsplan für eine Kommune eben beispielhaft vorgestellt hat. Ich versuche mich ein bisschen kurz zu fassen, weil wir jetzt auch in der Zeit fortgeschritten sind und möchte nur die wichtigsten 5 Punkte mal kurz erwähnen, die so Aha-Momente waren. Und zwar, sehr wichtig ist aufgefallen, dass einfach eine fachübergreifende Zusammenarbeit notwendig ist. Hier gibt es nicht ein Ressort, was alles bearbeiten kann, sondern vielleicht eine Federführung übernehmen kann, aber alle müssen eben an einem Strang ziehen. Und da ist in der Stadt Offenbach eine Lessons Learned gewesen oder zumindest eine sehr effektive praktische Anwendung hat stattgefunden, und zwar, dass man die Akteure, die man an dem Tisch hat, selber seine Maßnahmen vorschlagen lässt. Das hat den charmanten Vorteil, dass diese Maßnahmen eben auch sehr leicht umgesetzt werden, weil man nicht irgendjemanden dazu zwingen muss, etwas zu tun, was vielleicht in dem Prozess schier unmöglich erscheint oder die Leute überhaupt erst motiviert werden müssen, sondern es kommt aus ihnen selber heraus. Das zweite Aha-Moment war bei uns auch von der Frau Grebe, die nochmal darauf hingewiesen hat, dass es einen Unterschied zwischen Alarmsystemen und Warnsystemen gibt. Der Deutsche Wetterdienst verschickt Warnsysteme, also Warnmeldungen über Hitze der Stufe 1 und der Stufe 2 und nicht automatisch auf Basis von jeder Warnstufe muss direkt ein Alarmsystem initiiert werden. Es kann zum Beispiel sein, dass man eine Hitzewelle hat, die immer wieder mal von kurzen, kühleren Nächten oder Tagen unterbrochen wird und trotzdem macht es Sinn, zum Beispiel in einer Kommune ein Alarmsystem aufrechtzuerhalten. Und das sind eben zwei unterschiedliche Geschichten. Trotzdem ist natürlich eine Anlehnung an das Warnsystem des Deutschen Wetterdienstes sehr hilfreich. Dafür ist es ja auch geschaffen worden.
Dann sehr zentral auch hier in dieser Wortblase ist das Hitzetelefon. Denn man hat festgestellt, dass es einfach extrem effektiv ist, auch über traditionelle Kommunikationswege, wie zum Beispiel das Telefon, an eben vulnerable Bevölkerungsgruppen, und das sind eben alleinstehende ältere Personen, zum Beispiel in Dachwohnen, heranzutreten. Leider hat man beim Fallbeispiel in Kassel festgestellt, dass nach einer Abfrage es nicht unbedingt so viel Rückmeldequote gegeben hat, also wirklich eigentlich erschreckend wenig, mit 0,3% Leute, die dann wirklich über 70 waren und dieses Hitzetelefon abonniert haben. Jedoch hat eine wissenschaftliche Studie gezeigt, die solche Hitzetelefone eben abonnieren und angesprochen werden, sich doch wesentlich besser vor Hitzewellen schützen können aus der vulnerablen Bevölkerungsgruppe. Dann wurden wir darauf hingewiesen, dass auch die deutschlandweite Politik den Aspekt der Hitzeaktionspläne mittlerweile in den Fokus gerückt hat. Einerseits gibt es einen Beschluss der 93. gemeinsamen Gesundheitsministerkonferenz, der die Einführung von Hitzeaktionsplänen für alle Länder und Kommunen eigentlich vorsieht. Und ganz aktuell wurde berichtet, dass beim 125. Deutschen Ärztetag auch es aktuell 5 Beschlüsse gibt, die Hitzeaktionspläne in den Fokus rücken. In der Diskussion ist dann noch, und damit beende ich meinen Report, der Katastrophenschutz andiskutiert worden, inwieweit es Möglichkeiten gibt, einerseits eine solche Hitzewelle mit den anfallenden Mortalitäten und Morbiditäten als solches auch als Katastrophenfall zu definieren und damit halt eben auch, ich sage jetzt einfach mal, das scharfe Schwert des Katastrophenschutzes mit in das Feld führt für die zukünftigen Hitzewellen, die auf uns warten. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und gebe zurück. Oh, jetzt haben wir eine Kupplung. So, jetzt probieren wir es noch einmal. Wir haben immer noch eine Kupplung. Höre Sie nicht gut. Sind Sie nochmal doppelt? Ja, Sie sind zweimal eingeloggt, glaube ich. Kann das sein? Okay. Ja, ich würde Sie mal. Wir haben jetzt eine Karte. Ja, wir haben so ein paar Teilnehmer, die sind doppelt eingeloggt. Und ich glaube, das zieht so ein bisschen auch der Thematik mit den Kameras. Also ja, wir haben zwei Probleme, nämlich zum einen funktionieren viele Kameras nicht mehr und wir haben hier gerade eine ganz tolle Rückkopplung drin. Ne? Ja, ich schau mal, was ich tun kann. Ich glaube, das Einzige, was ich tun kann, wäre die Sitzung kurz neu zu starten, aber das ist die Frage, ob wir das jetzt tun wollen beim Endspurt von den letzten paar Minuten. Allerdings haben wir jetzt noch einen Programmpunkt, bei dem es darauf ankommt, dass wir ihn gut hören können. Ja, in der Tat. Wir können es ja mal testen, Frau Hempfler. Ja. Mario, sind Sie da? Ist nämlich jetzt bei uns zu Gast. Mal gucken, man sollte mich jetzt hören, meine Sie Kamera kann super, ich ja. nicht freigeben. Okay, aber man kann Sie super hören. Warten Sie mal kurz. Dann. Ich glaube, mein Anblick ist auch nicht so wichtig wie meine Stimme, zumindest im Moment. Ich habe es gerade gesagt oder geschrieben, auch dem Herrn Hübner, als wir uns kurz ausgetauscht haben, vor der Pandemie hat keiner Webcam angehabt. Also daher ist es so ein nice to have, wo wir uns alle dran gewöhnt haben. Aber vielleicht, wann Sie mal. Ja, dann hätte ich aber live vor Ihnen gestanden und hätte Sie anlächeln können. Das ist jetzt in der Tat total schade. Probieren Sie aber noch mal kurz mit der Webcam. Ich hatte sie freigegeben, sie waren noch kurz gesperrt. Vielleicht lag es daran. Aha. Vielleicht ist es ja gar nicht das, sondern es ist etwas anderes gewesen. Also wenn diese kleine Vorschau kommt. Ja, die war schon da und ich sehe jetzt selbst noch schon einen schwarzen Kasten, der mich hoffen lässt. Mhm. Ja, normalerweise geht es aber schneller. Das heißt, irgendwas hat der Raum. Aber ich möchte da jetzt nicht eingreifen, wenn es für Sie okay ist, sonst müsste ich komplett die Sitzung vielleicht. Nein. Entweder ich erscheine oder ich bleibe im Schwarzen, solange der Herr Hübner zu hören ist. Ich denke, er kommt gleich wieder. Er ist auf jeden Fall schon da, Herr Hübner, wenn Sie sich mal laut machen können.
Ja. Ich kriege eine Fehlermeldung für die Kamera, das funktioniert nicht. Die 1020, das heißt, ist zu weit weg, weil die Leitung ist zu lang. In Hessen sind die Leitungen momentan gerade zu lang, was ich nicht verstehe, der Server steht ja in Frankfurt, aber gut, okay. Gut, aber wir müssen uns mittlerweile jetzt rückkopplungslos wieder hören. Ich höre sie super jetzt wieder, jetzt alles gut. Ja, super. Bei jetzt mir bei dem Radio. Gerade hier, und das sind jetzt hier, Sie werden alle 107 Teilnehmenden werden jetzt Zeugen hier von den berühmten kleinen technischen Überraschungen von Videokonferenzen, die uns über die Pandemiezeit so vertraut geworden sind. Bei mir haben sich gerade auf ein, nicht verbalisiertes Stichwort hin sämtliche Fenster am Computer geschlossen. Und jetzt sind wir aber Gott sei Dank wieder da. Jetzt ist Frau Hempfler verschwunden, zumindest in meiner Anzeige. Ich hoffe, sie kommt aber gleich wieder zu uns und wir können jetzt richtig dann in den Schlussspurt hineingehen. Denn, also aus meiner Sicht sollte ich da sein. Ja, Sie sind da. Ich höre Sie auch. Das genau. Ist wunderbar. Oben ist nur der Name verschwunden, weil sie nicht gesprochen hat. Alles gut. Also wunderbar. Genau, dann haben wir jetzt das Ganze, hoffe ich, mal in einer dynamischen Art und Weise ein bisschen aufgefangen und abgepuffert. Und ich möchte noch einmal ganz herzlich unseren Session-Reporterinnen und Reportern danken für die Einblicke in das, was in den Fachsessions heute Nachmittag gelaufen ist. Ja, und damit sind wir, wie gesagt, schon fast am Ende der Zukunftskonferenz Aufpassen, Anpassen angelangt. Aber eben auch nur fast, denn ich freue mich jetzt zum Abschluss noch auf das Gespräch mit Marion Hempfler. Sie leitet am HL-NUC das Fachzentrum Klimawandel und Anpassung, also den heutigen Gastgeber. Und wir machen jetzt, Frau Hempfler, so eine Art Podcast, wenn man uns beide nicht sehen kann. Und wir halten uns ein bisschen so radioartig miteinander. Erstmal, Frau Hempfler, wie haben Sie denn den heutigen Tag wahrgenommen? Und welche Inspiration nehmen Sie persönlich aus dem Programm dieser Zukunftskonferenz bislang mit? Also für mich war das heute eine wahnsinnige Spannbreite, weil wir ja mit einem Grundsatzvortrag angefangen haben, den ich sehr inspirierend fand persönlich und heute Nachmittag dann ganz in der Anwendung waren. Ich hatte den Luxus, dass ich auch in alle 4 Sessions reinloben konnte, abwechselnd, und vor ein paar Jahren war das noch ein großes Thema, Anwendungsbeispiele finden, Best Practice. Und jetzt gibt es wahnsinnig viele Dinge, die ganz konkret Sachen auf die Beine stellen. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr erfreut. Jetzt hatten ja natürlich die Vorträge und die Fachsessions diverseste Anknüpfungspunkte an die Tätigkeiten und auch an die Angebote des HL-NUC. Unter anderem hatte ja Professor Schmid heute Morgen darauf auch schon hingewiesen, was ihr Haus alles anbietet. Wenn Sie jetzt noch einmal resümieren, Frau Hempfler, vor dem Hintergrund dessen, was wir seitdem gehört haben, wenn Sie sich jetzt noch mal vielleicht entscheiden müssten oder wenn Sie es noch mal zuspitzen würden, vielleicht ist das die bessere Formulierung, wenn Sie es noch mal zuspitzen würden, wo haben wir hier bei uns in Hessen die erfolgversprechendsten Potenziale für eine gute, zukunftsfähige Klimaanpassung? Wenn ich jetzt Hessen mal mit dem Rest der Bundesrepublik vergleiche, denn es gilt ja für alle Bundesländer, wir sind ein wohlhabendes Land, wir sind ein technologieorientiertes Land, das Wissen ist da, hat aus meiner Sicht Hessen tatsächlich anderen Bundesländern einiges voraus. Zum Ersten natürlich, es gibt hier schon lange das Fachzentrum Klimawandel und Anpassung und wir wissen einfach wahnsinnig viel über den Klimawandel und die Anpassung daran in Hessen und die Folgen. Da haben wir einfach eine Vorarbeit. Andere Bundesländer fangen jetzt erst damit an, solche lokalen, regionalen Daten zu erheben. Wir haben ein IKSP, also einen integrierten Klimaschutzplan, bei dem alle Ministerien da mitarbeiten. Wir haben ein Ministerium, das eine Förderrichtlinie hat. Die Frau Keul hat es heute Morgen vorgestellt. Es gibt die Klimakommunen in Hessen, wo sich Kommunen miteinander vernetzen und austauschen in der Anpassung an den Klimawandel und im Klimaschutz. Das sind vielfältige Angebote, die es nicht überall gibt und wo ich denke, dass Hessen ziemlich weit die Nase vorn hat. Wo müsste denn
andererseits künftig noch nachgebessert werden? Wo ist denn die Nase noch nicht so weit vorne? Das ist tatsächlich, also zum einen etwas, was der Herr Schmid heute Morgen auch angesprochen hat, dass wir angefangen haben, damit erstmal überhaupt die Grundlagedaten aus der Forschung zu erheben und dass wir irgendwann gesagt haben, wir müssen uns mehr um die Anpassung kümmern. Und in dem Moment, wo man sich anpasst, wo man konkret etwas macht, steckt manchmal der Teufel im Detail und da sind manche Kommunen vielleicht an dem Punkt, wo sie noch mehr Beratung brauchen, nicht was sie machen, sondern wie sie es anfangen sollen. Also an welchem Punkt sie was tun können, wie sie anfangen können und wie sie loslegen können. Also viele wollen loslegen und es fehlt, ist immer eine gewisse Unsicherheit in dieser Richtung da. Das Zweite, und das hängt damit ein Stück weit zusammen, ist, freiwillig loslegen ist die eine Sache, aber manche Sachen müssen trotz allem irgendwie gesetzlich verbindlich festgeschrieben werden, damit sie auch rechtssicher sind. Und das ist tatsächlich auch so ein Bereich, wo noch Arbeit nötig ist. Wir sind auch zusammen unter anderem mit der Stadt Frankfurt dran, Musterbeispiele dazu erheben, damit Satzungen richtig formuliert werden können im kommunalen Bereich und auf Länderebene ist es möglicherweise auch sinnvoll, juristisch da noch was nachzubessern. Jetzt hatte ich gerade dieser Tage ein längeres Gespräch mit einer Wissenschaftlerin vom Frankfurter ISÖ-Institut für sozialökologische Forschung, das ja sicherlich vielen, wenn nicht gar allen der hier Anwesenden auch ein Begriff ist. Es ging um Klimaanpassung im Verkehr und da äußerte die Forscherin, dass es, um das wirklich so voranzutreiben, dass es am Ende das bringt, was es bringen soll, dass es dafür im Moment viel zu wenig gut ausgebildetes Personal gäbe, dass die Zeitrahmen aus verschiedensten Gründen viel zu lang gezogen wären und interessanterweise äußerte sie sich nicht in die Richtung, dass es zu wenig Geld dafür gäbe. Aber wie sieht denn das aus, Frau Hempfler? Haben wir genügend Personal? Haben wir genügend Geld? Und sind wir in angemessen kurzer Zeit handlungsfähig, um eine optimale Klimaanpassung jetzt erstmal nur auf unser Bundesland bezogen hinzubekommen? Das ist ein ganzer Strauß von Antworten oder von Bauteilen. Also das eine ist natürlich, es gibt einen Fachkräftemangel und Klimawandel gehört zu den MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Es gibt nicht genug Fachkräfte, das ist so. Also es gibt zum Beispiel Gefahrenkarten Richtung Starkregen, da ist die Frage, gibt es genug Ingenieurbüros, die das machen können? Und im Moment scheint das zu funktionieren, aber ich könnte mir vorstellen, wenn dann noch mehr Anträge kommen, noch mehr Kommunen das machen, dass es da unter Umständen tatsächlich eng werden könnte. Geld, würde ich sagen, ich hoffe, mir dreht keiner den Hals um, ist wahrscheinlich auf Landessicht gar nicht das Thema, weil es im Moment unheimlich viel Förderangebote gibt. Es gibt, wie gesagt, vom Umweltministerium eine sehr breite Förderung für Klimaanpassungsmaßnahmen im Moment bis zu 100%. Gerade heute Mittag kam eine Mail rein, dass es eine neue Bundesförderung, eine neue Förderlinie gibt zu Klimaanpassungskonzepten. Vielleicht ist das Problem dann eher, einen Antrag zu stellen und an das Geld dranzukommen, das an anderer Stelle da ist. So, was war die dritte Frage, Herr Hübner? Ja, wir haben über das Geld gesprochen, wir haben über die Fachkräfte gesprochen. Fehlt eigentlich noch die Zeit? Die Zeit. Ja, also wie schnell muss das alles gelöst werden? Muss die Freudigkeit, Anträge zu stellen, angeheizt werden? Muss geschaut werden, dem Fachkräftemangel zu begegnen, etc.? Also ich denke, wir haben es eilig mit der Anpassung an den Klimawandel. Und ich würde ganz klar sagen, Leute, legt los. Fangt erstmal an, denn nicht alles ist teuer und aufwendig. Vieles kann man auch in der Kommune im real existierenden mit dem Personal und allem schon machen. Und jetzt zu sagen, weil der Antrag so schwierig ist, mache ich gar nichts, ist der falsche Weg. Ich glaube auch nicht, dass das typisch bei den hessischen Kommunen, mit denen ich zu tun habe, ist das nicht typisch. Vielleicht muss man aber auf der anderen Seite auch gucken,
dass die Anträge, dass oder dass die Antragstellung erleichtert wird, wenn sie mutmaßen, dass es da einige Leute gibt, die sich davon abschrecken lassen. Unterstützung im Förderdschungel könnte natürlich was sein. Das ist natürlich etwas, was nicht so in unsere Kernthemen fällt, aber man kann sich das auf alle Fälle angucken. Aber möglicherweise fällt in Ihr Kernthema noch mehr hinein, wie man letzten Endes alle an Bord bekommt, die für das Gelingen dieser Klimaanpassungsmaßnahmen wichtig sind. Wir hatten da ja heute Morgen schon mit Herrn Welzer drüber gesprochen, über diese Thematik. Haben Sie denn da eine Strategie parat, wie dieses Zusammenbringen, dieses Vernetzen gelingen könnte? Ich meine, es wäre ja schade, wenn auch hier dieses Paris-Syndrom auftrete, nämlich, dass man mit den Klimaanpassungszielen eben nicht so wirklich zu Potte kommt am Ende. Ich glaube tatsächlich, dass die Gefahr bei der Klimawandelanpassung nicht so groß ist, denn die Diskussion in Paris zum Klimaschutz, das sind Sachen, die sind für eine einzelne Person oder eine Kommune manchmal schwierig zu greifen. Aber bei der Klimaanpassung passieren in unserem direkten Umfeld so viele Dinge. Ich will jetzt nicht nur in Richtung Eifel und Nordrhein-Westfalen gucken, diese schreckliche Katastrophe, sondern auch im Kleineren, dass Ortsteile einmal absaufen, dass in der langen Trockenheit Bäume absterben, das sehen die Leute vor ihrer Haustür. Und insofern glaube ich schon, dass das zum einen in der Politik und zum anderen auch bei den Bürgern angekommen ist und dass es eine ganz, ganz große Bereitschaft gibt, in der Richtung aktiv zu werden. Aus meiner Sicht ist dabei tatsächlich das Entscheidende, Klimawandelanpassung, das ist nicht das Thema, das irgendeine einzelne Person in einer Kommune machen sollte, sondern das ist ein Querschnittsthema. Da müssen viele Leute mit an den Tisch, die miteinander reden müssen, die sich austauschen müssen. Und da sind die Zuständigkeiten vielleicht nicht immer ganz einfach. Aber es lohnt sich, da breit zu gucken. Denn was ich interessant finde, ist, dass in Hessen die Kommunen, die besonders aktiv sind in der Anpassung, das sind nicht zwingend die, die am meisten Geld haben und die größte Struktur, sondern das sind die Kommunen, in denen Leute sitzen, die gesagt haben, wir müssen das machen und wir setzen uns jetzt zusammen und wir fangen an. Und die haben dann auch Erfolg. Jetzt dominiert ja Marion Hempfler schon seit Monaten die Corona-Pandemie, unser Leben und die öffentliche Diskussion. Haben Sie den Eindruck, dass die Corona-Pandemie die Aufmerksamkeit abgezogen hat vom Bereich Klimaanpassung, möglicherweise auch Ressourcen abgezogen hat vom Bereich Klimaanpassung und dass das Thema dadurch ein Stück weit auch auf so ein Themenabstellgleis gekommen ist? Oder sehen Sie diese Entwicklung eher nicht? Also die Frage ist natürlich berechtigt, weil in der Presse, in der Berichterstattung von außen Corona das alles dominierende Thema ist. Die Fachkräfte, die Fachleute sind natürlich nach wie vor an dem Klimawandelthema dran. Und ich glaube tatsächlich, dass wir aus Corona auch eine Lehre ziehen können, die uns bei der Anpassung an den Klimawandel auch hilft. Nämlich, dass wir viel flexibler sind, als wir das eigentlich gedacht haben. Dass wir schlagartig solche Online-Konferenzen, sehr schnell solche Online-Veranstaltungen auf die Beine gestellt haben, dass wir ganz neue Kommunikationswege haben. Auf einmal war viel mehr möglich, wir waren viel flexibler, wir haben von manchen Sachen auch profitiert. Und das ist eigentlich so was, was ich mir bei der Anpassung an den Klimawandel auch erhoffe, dass viele Leute merken, wenn wir uns anpassen, dann hat das auch Nebenwirkungen an anderer Stelle, die gar nichts so direkt erstmal mit dem Klimawandel zu tun haben. Ich sag mal, lebenswerte Innenstädte, grüne, belebte Innenstädte, bessere Luft, das wirkt sich direkt auf die Gesundheit aus. Das sind ganz viele Themen, das ist heute Morgen schon mehrfach angeklungen und auch in den einzelnen Fachsessions. Wenn wir mit dem einen anfangen, haben wir viel Nutznießen an anderer Stelle.
Und das ist für mich eigentlich eine ganz, ganz tolle Perspektive, dass die Leute sich dessen bewusst sind und dann loslegen. Letzte Frage, Marion Hempfler. Wo sehen Sie auf diesem Weg ja, hin zum ja, Bekanntmachen des Positiven der Klimaanpassung, der ja, die spezifische Rolle, die spezifische Position des HL-NUK? Wir sind natürlich an erster Stelle erstmal die Personen, die überhaupt die Daten und die Fakten ganz trocken zur Anpassung liefern. Aber wir haben auch die Aufgabe, Menschen zu vernetzen, Leute zusammenzubringen. Und ich denke manchmal, wir sind wie so eine Spinne, die hier in Wiesbaden sitzt und ganz viele Fäden oder aber auch ganz viele Ohren überall im Land hat und diese Sachen zusammenbringt und dann natürlich auch diese Visionen einer grüneren, schöneren, blaueren Stadt oder auch Landschaft insgesamt auch ins Land trägt. Also wir machen dafür auch Reklame. Und Sie haben eben zu der Frau Zada gesagt, man merkt ihr ihre Begeisterung an. Ja. Und das ist etwas, was ich wirklich fürs ganze FZK sagen kann. Das ist ein Team, das brennt für dieses Thema. Und das ist ein Funke, der auch überspringt nach draußen. So erhoffe ich mir das zumindest. Und das Bild mit der Spinne, das, was Sie eben gebraucht haben, das ist ja ein zutiefst auch biologisch durchdrungenes Bild gewesen. Denn durch die biologische Brille hindurch betrachtet sind Spinnen ja ausgesprochen nützliche Tiere, die sehr viel dazu beitragen, das natürliche Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Vielen Dank, Marion Hempfler, für diese Zusammenfassung, für diese persönliche Zusammenfassung und Bewertung des heutigen Tages. Ich hoffe, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sind mit vielen neuen Eindrücken, mit vielen nützlichen Impulsen jetzt durch die letzten Stunden hindurch gekommen, nehmen viel aus dem heutigen Tag mit. Das Spektrum war ja immens gewesen. Ich meine, angefangen von Professor Schmieds Aussage heute Morgen, die Sommer werden allein 21 Hitzetage mehr künftig haben. Ein ganzer Monat lang über 30 Grad Celsius steht zu erwarten. Nur dieses Beispiel reichte ja auch schon, um zu zeigen, was da auf uns zukommt. Frau Keul hat wunderbare Visionen, also im positiven Sinne jetzt natürlich formuliert, von Innenstädten, speziell mit Trinkbrunnen, schattigen Aufenthaltsflächen, mit Menschen, die zu Fuß oder per Rad unterwegs sind und die angenehme Aufenthaltsqualität genießen, weil man eben Klimaanpassungsmaßnahmen in die Praxis umgesetzt hat. Herr Professor Welzer hat ein ganzes Füllhorn an hochgradig bedenkenswerten Argumenten, Erklärungen und Thesen mit uns geteilt. Mir bleibt unter anderem hängen, dass es doch schöner gewesen wäre, wenn Greenpeace in diesem Jahr nicht seinen 50. Geburtstag gefeiert hätte, weil dann doch deutlich geworden wäre, dass wir die ökologischen Fragen schon ziemlich gut und die Herausforderung ziemlich gut im Griff haben. Und es reicht bis zu den spannenden Berichten aus den Fachsessions. Dass die Klimaanpassung letzten Endes ein besseres Leben für uns in den nächsten Jahren, Jahrzehnten bedeuten wird, das wissen Sie, das weiß ich, das wissen alle Mitarbeiter des Fachzentrums Klimawandel und Anpassung am HLNUG. Meine Hoffnung ist, dass Sie alle nicht müde werden, dass Positive der Klimaanpassung rauszutragen, hin zu denen, die das noch nicht wissen, die es vielleicht nicht ernst nehmen, die noch ein bisschen mehr darüber wissen müssen. Und ich hoffe, dass wir auf die Art und Weise tatsächlich einen spürbaren gemeinsamen Einfluss nehmen können auf die auf die Klimaentwicklung in der mittleren bis ferneren Zukunft zumindest. Und dass es darum auch dabei auch um persönlichen Einsatz geht und nicht nur um technische Lösungen, das haben wir heute ja auch an vielen Beispielen noch einmal erfahren.